Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin zu hören. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten. Das ist der zweite Vortrag im Sommersemester. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Herrn Gabriel Felbermayr begrüßen können. Herr Felbermayr hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Er ist Österreicher in Linz in Österreich, hat in Florenz 2004 promoviert. War danach 2 Jahre Consultant bei McKinsey in Wien und danach schließen sich Professuren an für Wirtschaftswissenschaften in Tübingen, in Hohenheim in Stuttgart und dann leitete er für 10 Jahre das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Uni München. Dort war er auch Professor für internationale Wirtschaft. Er ist seit März 2019 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und hat gleichzeitig einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an der Uni Kiel. Leider hat es ihn nicht allzu lange hier in Kiel gehalten. Vermutlich ist das Wetter zu schlecht bei uns. Er hat jetzt einen Ruf angenommen, auf die Präsidentschaft des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Stelle wird ab am 1. Oktober dieses Jahres antreten. Herr Felbermayr ist sehr aktiv in der Forschung und auch Beratungstätigkeit, beschäftigt sich insbesondere mit Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsintegration in Europa, aber auch deutsche Wirtschaftspolitik. Er hat eine Reihe von Preisen gewonnen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Franz-Weniger-Preis der Österreichischen Nationalbank, Theodor-Körner-Preis, Reinhard-Selten-Preis des Vereins für Sozialpolitik und andere. Ich bin mir sicher, dass Sie ihn alle schon im Fernsehen gesehen haben. Herr Felbermayr ist sehr präsent und vertritt klare Positionen zu Fragen des internationalen Handels, tritt für europäische Lösungen in diesen Fragen ein und hat, denke ich, auch sehr viel schon in dieser kurzen Zeit zur nationalen und auch internationalen Sichtbarkeit des IFW beigetragen. Er ist unter anderem auch als Berater tätig für die Landesregierung. Ich denke mal, alle hier in Kiel und auch in Schleswig-Holstein bedauern seinen Weggang, aber so ist das Leben halt. Herr Felbermayr, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Bonitz. Vielen Dank für die Einladung, Ihr virtuelles Oberseminar sozusagen. Und auch herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ja, ich habe ein paar Folien mitgebracht. Stimmt nicht ein paar, sondern eine ganze Menge Folien mitgebracht. Will aber gucken, dass wir hinreichend viel Zeit dann auch haben zum Diskutieren. Also schrecken Sie sich bitte nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn das ein oder andere Slide ein bisschen schnell vor Ihren Augen vorübersegelt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir dann eben auch diskutieren können. Ja, der Freihandel hat es nicht leicht. Das ist per se ja nicht schlecht. Es ist gut, wenn kritisch nachgefragt wird und nachgedacht wird. Aber es gibt eben auch, und deswegen passt das ja auch schön in diese Vorlesungsreihe hinein, diese Ringvorlesung hinein, es gibt eben auch Vorstellungen, die man so als Wissenschaftler, der versucht, mit Daten und Modellen nachzudenken, so nicht unterstützen würde. So sagen Umfragen immer wieder, da zeigen uns immer wieder, dass Freihandel unpopulär ist. Zum Beispiel in Deutschland würden 58% der Bürger, das ist 50% der Bürger sind es nicht, 58% einer 1000 Köpfe starken Stichprobe, die gefragt wurde, sagte, dass sie mehr Schutz vor ausländischen Wettbewerbern wünschen würden, also Protektionismus in einer oder anderen Form mit Zöllen oder anderen Maßnahmen. In den USA, das sind jetzt sagen, vor Donald Trump, nochmal deutlich mehr, da würden 71% sagen, wir müssen uns mehr schützen gegen den ausländischen Wettbewerb. Und das sind natürlich hier nicht irgendwelche Wettbewerber, die gemeint sind. Also vermutlich fürchtet man sich in Deutschland nicht vor den Wettbewerbern aus Österreich, hoffentlich. Aber es sind Wettbewerber aus Ländern, die vielleicht auch andere politische Systeme haben, die andere Regulierungen haben, die andere Umwelt- oder Sozialstandards haben. China ist da natürlich immer der Elephant in the Room, sozusagen, den man durchaus aber auch adressieren und ansprechen muss. Was will man eigentlich mit Handelspolitik? Da beginnt die Diskussion schon, nicht? Und das ist dann auch keine Diskussion über Fake oder Science, sondern das sind ganz
ganz legitime Fragen. Was will man eigentlich mit Handelspolitik erreichen? Klassisch ist es natürlich so, dass Handelspolitik wirtschaftlichen Ziel erreichen soll. Wachstum stärken, Beschäftigung sichern. Und wie? Na, dadurch, dass man mit Handelspolitik hofft, zu erreichen, dass die internationale Arbeitsteilung stärker ausgeprägt ist, dass also die Länder sich auf das konzentrieren können, dass sie relativ gut herstellen können. Und dafür die Güter, wo sie viel Ressourcen einsetzen müssen, zum Beispiel Arbeit oder Kapital oder auch Umweltressource, dass sie dort, wo sie also relativ schlecht sind im Vergleich zu anderen Aktivitäten, diese Güter importieren. Das ist ein Theorem, wenn Sie so mögen, eine theoretische Erkenntnis, die mittlerweile mehr als 200 Jahre alt ist. David Ricardo hat 1817 den Punkt gemacht. Er ist auch der Erste gewesen, der versucht hat, mit einem kleinen mathematischen Modell, das lachen wir heute natürlich, weil es ganz triviale Berechnungen waren, aber doch mit einem Modell versucht hat zu erklären, warum es produktivitätssteigernd sein kann für die Volkswirtschaft, sich auf das zu konzentrieren, wo man besonders gut ist und die Dinge, wo man nicht so gut ist, zu importieren. Klar ist aber auch, dass heute eine Diskussion ganz zu Recht geführt wird, dass es ja nicht nur um das Bruttoinlandsprodukt gehen kann oder um die Einkommen oder um die Preise der Güter, die wir konsumieren, sondern wir sind uns alle wahrscheinlich einig, es gibt mehr als das Konsumieren von Gütern, es gibt mehr als den Job und den Arbeitsplatz. Die Umweltqualität spielt eine große Rolle, die Frage der Gesundheit spielt eine große Rolle. Man kann sich auch zu Tode konsumieren oder zu Tode arbeiten. Und diese Beyond-GDP-Diskussion, die spielt natürlich eine Rolle und verdünnt dann diese Engführung, die man auch häufig erlebt auf Wachstum und Beschäftigung. In der öffentlichen Diskussion bleibt es aber natürlich, wenn wir über Handel sprechen, häufig bei der Frage, bringt das was ökonomisch und dann auf das BIP sozusagen zugespitzt oder bringt das nichts, währenddem die Forschung sich sehr viel breitere Zielkataloge vorlegt. Und dann gibt es natürlich auch die Nebeneffekte, nicht, dass man sagen kann, ja, vielleicht nimmt das Durchschnittseinkommen zu und das will man wahrscheinlich als Mindestanforderung an ein Handelsabkommen stellen. Wenn es das Durchschnittseinkommen nicht einmal geben kann, dann wird man also dieses Abkommen nicht abschließen wollen als Staat. Aber daneben ist natürlich auch klar, dass der Durchschnitt eine abstrakte Kennzahl ist und dass man sich über Verteilungseffekte Gedanken machen muss, dass nicht alle gewinnen von solchen Maßnahmen, dass es Verlierer gibt, dass vielleicht die Umweltkonsequenzen problematisch sind, dadurch ausgelöst werden und die Nebeneffekte spielen eine größere Rolle in der Diskussion. Auch da wieder ein Unterschied, die Diskussion in der Talkshow oder in der Tageszeitung und die Diskussion im wissenschaftlichen Bereich, die eben sehr viel nuancierter und subtiler ausfällt. Als zweites klassisches Ziel sind Sicherheitsinteressen zu nennen. Das war für die Handelspolitik von Anfang an relevant. Seitdem es Handelspolitik gibt, also seit der Antike, wird darüber nachgedacht, wie man Handelsströme regulieren soll, ob man ausländische Waren in die Polis lassen soll, in den Stadtstaaten, den griechischen, ob man ausländische Flotten in die Häfen lassen soll oder nicht. Und das hat häufig eben auch eine sicherheitspolitische Schattierung. Und wir werden darüber sprechen müssen, wenn wir die Zeit haben, über das Thema der Abhängigkeit. Nicht? Also wenn man sagt, man lässt sich ein auf die internationale Arbeitsteilung, dann gehört da immer Spezialisierung dazu. Ja, und auch die Einsicht, das ist vielleicht auch das erste Learning, jedenfalls meine Studierenden immer wieder, was ihnen sagt, liebe Freunde, ihr müsst euch klar sein, wenn wir in Deutschland Champions sein wollen beim Bauen von Autos zum Beispiel, dann können wir nicht gleichzeitig auch Champions sein in irgendwelchen speziellen Nischen der Pharmaindustrie. Nicht? Also wir agieren sozusagen vor dem Hintergrund knapper Ressourcen und Ingenieure, Forscher, Forschende, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind eben auch Kapital, Risikokapital ist natürlich knapp und wir können nicht überall Spitze sein. Das heißt, wenn wir dort, wo wir schon gut sind, größer werden wollen und dort mehr unsere Vorteile einsetzen, dann heißt das, dass wir andere Sektoren importieren müssen. Und dann ist die Frage, welche Sicherheitsrisiken damit verbunden sein können, wenn ein sogenannter Handelspartner sich dann eben einmal nicht partnerschaftlich verhält und sagt, gut, jetzt haben wir eine Pandemie, ihr braucht dringend Wirkstoffe für irgendein Medikament,
kriegt sie aber nicht. Oder kriegt du nur unter Auflagen. Und dann tauchen so Dinge auf wie die Frage der relativen Gewinne. Wenn man Handel zulässt und sich dadurch besser stellt, persönlich absolut in Deutschland besser stellt, ist das eine Sache. Wenn man sich aber vielleicht weniger stark verbessert als ein Rivale, dem man nicht zutraut, sich kooperativ zu verhalten, dann tauchen dann plötzlich Sicherheitsüberlegungen auf. Und das macht die Diskussion von Anfang an schwierig. Das taucht auf schon in den alten Schriften sozusagen zum Außenhandel. Adam Smith aus dem Jahr 1776 hat er über den Wealth of Nation geschrieben, was Reichtum einer Nation ausmacht. Und da taucht das schon auf. Diese Spannung zwischen einerseits kann man sich besser stellen, wenn man der internationalen Arbeitsteilung vertraut, aber da geht man Risiken ein, vor allem Sicherheitsrisiken. Und diese abzuwägen ist überhaupt nicht trivial und oft Kern der handelspolitischen Diskussion. Und neben diesen klassischen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen gibt es dann in der neueren Diskussion weitere Ziele, wie zum Beispiel der Schutz öffentlicher Güter, sogenannter globaler öffentlicher Güter. Die Klimadiskussion spielt eine Riesenrolle, der Schutz der Ozeane, der Biodiversität. Dazu wird auch in Kiel viel geforscht. Ein großes Forscherteam, das sich über die Ozeane, auch über das Klima Gedanken macht. Und hier wird häufig Handelspolitik gedacht als ein Instrument, das man einsetzen kann, um Trittbrettfahrertum bei der Bereitstellung globaler öffentlicher Güter zu sanktionieren. Das heißt, man kann dann ein Land, das sagt, ich mache aber keine Klimapolitik, ganz im Gegenteil, je mehr ihr Klimapolitik macht und einspart, umso mehr freuen wir uns über billiges Erdgas und Erdöl, das ihr nicht mehr verbrennt. Und damit wird sozusagen ein Beitrag, nicht nur kein Beitrag geleistet zu der Bereitstellung eines öffentlichen Gutes, sondern es wird sogar die Anstrengungen in anderen Ländern der Europäischen Union vielleicht konterkariert. Nicht? Und dazu braucht man dann Mittel, um sich dagegen zu wehren. Und die Handelspolitik wird da häufig gesehen. Ganz ähnlich auch beim Schutz von Werten, Menschenrechte zum Beispiel. Wir haben heute wieder Diskussion gehabt über das sogenannte Lieferkettengesetz oder Unternehmer-Sorgfaltspflichtengesetz. Heute hat sich wohl die Koalition geeinigt, auch wieder geeinigt. Es gab schon mal eine Einigung, die ist dann zerbrochen. Wieder geeinigt ist das Gesetz noch vor der Wahl, der Bundestagswahl umzusetzen. Diese Ziele, die sind ziemlich umfassend. Ja, sie sind aber auch interdependent miteinander. Nicht? Also zum einen ist ja klar, wenn wir klimapolitische Risiken hervorbeschwören, wenn also Extremereignisse häufiger werden, dann hat das auch wirtschaftliche Auswirkungen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch aus einem rein ökonomischen Kalkül heraus, die Handelspolitik in das Ziel einer Klimapolitik zu stellen. Ähnlich bei Werten, in dem Ausmaß, in dem andere Länder vielleicht mit ihren Wertvorstellungen Regulierungen vornehmen, das autonome Fahren zum Beispiel anders regulieren, als wir das vielleicht täten, dann hat das nicht nur vielleicht Einfluss auf die Werte, die wir leben und umsetzen können, sondern es hat vielleicht auch Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Dimensionen, weil wir dann Standards akzeptieren müssen, die gar nicht unsere sind. Es gibt also Interdependenzen zwischen diesen Zielen und es gibt auch Zielkonflikte. Das ist auch klar. Der trivialste Zielkonflikt ist der zwischen CO2-Emissionen und Wachstum. Natürlich ist es so, dass eine strenge Klimapolitik kurzfristig Wachstumseffekte haben kann, die negativ sind. In der langen Frist, das wollte ich gerade mit den Interdependenzen zum Ausdruck bringen, ist das dann vielleicht anders. Ich will ein paar Worte verlieren zur Frage, wo stehen wir eigentlich mit der globalen Integration, dann ein bisschen das sagen, was wissen wir über die Effekte der internationalen Integration, vor allem auf den, im Bereich des internationalen Handels. Man könnte auch über den Kapitalverkehr sprechen oder auch über den Dienstleistungshandel, über den will ich nicht viel sagen. Dann als drittes etwas zu Abhängigkeiten, habe ich schon kurz angeteasert, vielleicht ein bisschen was zu Lieferkettengesetz und zu Handel und Klimapolitik. Sie sehen, das ist eine Riesenliste. Man kann da natürlich ein ganzes Semester mit verbringen, tue ich auch. Für eine Abendveranstaltung ist das zu viel und ich werde ein bisschen eklektisch das eine oder andere herauspicken und dann in der Diskussion, dann haben Sie die Möglichkeit,
das zu fragen oder das in die Diskussion einzubringen, das Ihnen besonders wichtig ist. Wo stehen wir? Nun, wir stehen seit mehr als 10 Jahren in einer Phase, in der man nicht mehr von Hyperglobalisierung sprechen kann, also von Überglobalisierung oder schnell voranschreitender Globalisierung, sondern eher von etwas, das der Economist vor einem Jahr in etwa als Globalization bezeichnet hat, also eher eine Seitwärtsbewegung im Globalisierungsprozess. Und Globalisierung kann man unterschiedlich messen, werde ich Ihnen gleich noch ein paar Maße zeigen, aber das Maß, das wir in Kiel am liebsten haben, ist eines, das den Handel an Gütern global, also den globalen Güterhandel in Mengen bewertet, also preisbereinigt, ins Verhältnis setzt zu der ebenfalls in Mengeneinheiten bewerteten Menge der Industrieproduktion. Ja, dann, das hat den Vorteil, wenn man das so tut, dass man einen Ausdruck bekommt, der sagt, wie groß ist eigentlich der Anteil der in der Welt produzierten Güter, Industriegüter, die dann auch über die Grenzen hinweg gehandelt werden. Und so ein Index kann man normieren, auf 100 einstellen, das ist in diesem Bild gemacht, im Jahr 2007. Und was man da sieht, ist, dass bis zum Jahr 2007 dieser Index gewachsen ist, also der Güterhandel stärker gewachsen ist, schneller gewachsen ist als die industrielle Produktion, also immer mehr der heimischen Produktion in anderen Ländern abgesetzt wurde und umgekehrt immer mehr natürlich auch importiert wurde. Und seit 2007 sieht man, da ist ein anderer Trend, da gab es die große Wirtschaftskrise, 2008, 2009, aber schon davor haben wir einen Trendbruch, den man statistisch hier festmachen kann. Und dann geht es nicht mehr aufwärts, sondern eher sogar leicht nach unten. Die Corona-Krise sehen Sie hier auch am aktuellen Rand, die übrigens, was den Handel angeht und die Globalisierung angeht, überhaupt nicht so dramatisch war, wie es geklungen hat noch im April des letzten Jahres, als die Lieferketten ausgefallen sind und auch sehr viel schneller einen Rückprall produziert hat oder Wiederkehren zum Trend dieser gepunkteten Linie, als das rund um die Lehman-Brüder-Pleite 2008 der Fall war. Aber das Bild ist eben eines schon seit 2007, der Globalisation und nicht mehr der Hyperglobalisierung. Das ist vielleicht das Erste, das für Sie überraschend ist, weil man häufig doch immer noch hört, wir haben sozusagen immer stärker integrierte Märkte, die Globalisierung galoppiert voran. Im Güterhandel kann man das seit mehr als 10 Jahren eigentlich so nicht mehr sagen. Im Dienstleistungshandel ist es etwas anders, aber Dienstleistungen sind furchtbar schwer zu messen. Wenn Sie jetzt sagen, wir messen Globalisierung am Datenverkehr, am grenzüberschreitenden, dann kommt auch ein ganz anderes Bild heraus. Und wenn Sie sagen, Sie messen Globalisierung an den Absätzen multinationaler Unternehmen außerhalb ihrer Stammländer, also sagen wir mal von Facebook nicht in den USA, sondern in Deutschland oder in anderen nicht-amerikanischen Ländern oder die Produktion und Absatz von BMW nicht nur im Stammland Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, BMW produziert in den USA, in Südafrika, in China zum Beispiel, ja, das kann man auch ins Bild nehmen und dann kriegt man wieder einen ganz anderen Eindruck. Aber wenn man diese Indikatoren nebeneinander legt, bestätigt sich schon in Summe dieses Bild des Globalization. Nicht einer Deglobalisierung, das würde es übertreiben, selbst wenn hier beim Güterhandel die Neigung negativ ist, aber ein Bild der Globalization gleichwohl. Woher kommt die Globalization? Da will ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller sein. Erstens, wenn wir über Handelsabkommen sprechen, müssen wir uns auch eingestehen, das ist eigentlich ein Thema von gestern. Ja, es gab einen Boom rund um 2005 bis 2015 vielleicht, da wurden extrem viele neue Handelsabkommen geschlossen. Teilweise gab es Jahre mit 30, 40, 90 solchen Abkommen. Da sehen Sie das, wie das hochwuchs. Da sind Abkommen dabei, den Güterhandel regulieren oder auch den Dienstleistungshandel und grün. Hier sind Länder, die bestehenden Abkommen beigetreten sind, EU-Erweiterungen zum Beispiel. Aber klar ist, das hat angefangen so nach dem Ende des Kommunismus, frühe 90er Jahre, ist hochgelaufen, hat einen Boom erlebt, Mitte der 2000er, der ersten Dekade des neuen Millenniums und hat sich dann wieder normalisiert. Der Boom ist vorbei. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass der Liberalisierungspush, der nach den Wendejahren gekommen ist, weltweit, dass der auch zum Stillstand gekommen ist und auch ungefähr so um 2000,
sieben. Ja, das kann man auch messen. Da gibt es Projekte, wo Ökonomen mit Juristen zusammenarbeiten und versuchen, einen de jure Index der Offenheit zu fabrizieren. Das ist nicht trivial, sowas zu machen, aber auch da ist das Bild eher so eines, dass ab 2007, 2008 die Liberalisierungsphase eigentlich zu Ende gegangen ist. Das ist also nichts, das wir jetzt in der Corona-Krise zum ersten Mal wieder sehen, seit, weiß ich nicht, der Zwischenkriegszeit, sondern das ist schon sehr viel früher, vor 10, 12 Jahren, zu beobachten gewesen. Und das gilt nicht nur bei Handelsabkommen, das gilt auch bei den Investitionsschutzabkommen, die in Deutschland ja besonders umstritten waren. Erinnern Sie sich an die Investor-Staats-Schiedsgerichte, eine Diskussion darüber im Kontext von TTIP und CETA. Auch da, der Boom ist längst vorbei. Der war auch so in den 90er Jahren. Und seitdem sind eigentlich jedes Jahr weniger Abkommen geschlossen worden. Und das sieht man auch bei der Finanzmarktglobalisierung, wie dann die Jure-Index. Da ist schon seit Mitte, ja auch in der 2005 oder so, kein Zuwachs mehr zu sehen. Jetzt kann man sagen, was wir nicht brauchen, wir brauchen ganz was anderes. Wir bräuchten eigentlich einen Rückbau. Die Märkte sind zu offen. Ja, das geben die Daten auch nicht her. Aber klar ist, dass wir seit 15 Jahren hier keine weiteren maßgeblichen und tiefgreifenden Liberalisierungsschritte gesehen haben. Was wir stattdessen sehen, ist ein Boom bei Wirtschaftssanktionen. Das ist ein großes Forschungsprojekt, das wir in Kiel mit Kollegen aus den USA haben, aus Philadelphia, wo wir versuchen, zunächst einmal ein Inventar zu machen. Wie viele Sanktionen werden eigentlich verwendet? Wer sanktioniert wen? Dann einfach auch mal zu zählen, wie viele Sanktionsregime sind aktiv aktuell. Und da reden wir so von neun, das sind die bestehenden Sanktionen von etwa 150 bis 200 Sanktionsregimen, die aktuell existieren. Ja? Und die sich dann aufteilen in Handelssanktionen, in Militärsanktionen, in Finanzmarktsanktionen, in Reisebeschränkungen, andere Sanktionen. Aktuell auch da wieder Diskussion, haben Sie mitgekriegt, über Weißrussland. Nicht? Und das ist etwas, das zugenommen hat in den letzten Jahren nochmal deutlich. Auch da Wendepunkt sehen Sie hier in etwa so 2006, 2007 unter Trump. Das ist ja noch gar nicht in dieser Zeit rein drin, aber das haben wir gerade erst veröffentlicht. Unter Trump gab es nochmal einen extra Boom, vor allem die USA. Und Politikwissenschaftler sprechen hier von War by Other Means, Krieg mit anderen Mitteln. Also nicht das Kanonenboot wird losgeschickt, um ein anderes Land zu beeinflussen und zu sagen, ihr müsst dies oder jenes abstellen oder dies oder jenes tun, sondern man sagt, ihr müsst euch ändern, sonst werden wir wirtschaftliche Sanktionen machen. Ne? Und die werden auch in der Tat stark eingesetzt. Können wir gerne noch, wenn Sie mögen, ein bisschen genauer darüber sprechen. Was wir feststellen, ist etwas, das ich mal Sittenverfall im Welthandel genannt habe, weil es mehr wird, weil wir mehr Restriktionen sehen auf der Importseite, auf der Exportseite, auch mehr Exportsubventionen. Das ist ein Versuch zu messen. Ja, auch da könnte man lange drüber sprechen, wie man das misst, aber der Trend ist klar, es geht nach oben bei den Restriktionen. Es gibt auch mehr Lockerungen, wenn Restriktionen zurückgenommen werden, die werden teilweise nur temporär gemacht, aber die Lockerungen bleiben deutlich unter den Restriktionen zurück. Und was wir ganz aktuell neu erleben im Jahr 2020, ist ein Boom bei Exportrestriktionen, ja, Exportverbote oder Exportbeschränkungen, weil Länder sagen, wir exportieren aber unsere Impfstoffe nicht und unsere Masken auch nicht, unsere Schutzkleidung auch nicht, denn was wir im Inland produzieren, das müssen wir schon zuerst bei uns einsetzen. Das ist etwas, das Ökonomen typischerweise als problematisch einschätzen, weil durch das Beschränken des Handels werden ja noch keine zusätzlichen Produktionskapazitäten angezapft, sondern da wird nur eine bereits bestehende Knappheit nochmal neu verteilt und Preisunterschiede internationale werden damit verschärft. Und wenn man den Handel behindert, dann behindert man häufig genau das, was man eigentlich braucht, nämlich eine Ausweitung der Produktionskapazitäten. Wir konnten das ja sehen, wie sozusagen internationaler Handel hier gewirkt hat, heilsam gewirkt hat. Die Maskenknappheit hat nicht lange gedauert in Deutschland, dann wurden wir regelrecht überschwemmt von Masken. Als ich im April letzten Jahres mal mit Kollegen gesagt habe, wir müssen testen,
hat es geheißen, ja schon, das ist die Theorie, testen wollen wir alle, aber wir haben keine Tests, nicht? Und da waren die Tests noch sehr teuer und aktuell, aber können wir einen Test machen um 3 € das Stück und es gibt keine wirklichen Kapazitätsrestriktionen mehr. Hätten wir gesagt, wir schließen den Handel, wir igeln uns ein, dann hätte man vermutlich länger gebraucht und vor allem auch zu höheren Preisen, um diese Knappheiten zu beseitigen. Wo führt das alles hin? Es führt dazu nicht nur, dass dieses Zeitalter der Hyperglobalisierung vorbei ist, es führt auch schon seit, ja, auch seit 2010 in etwa dazu, dass die Wertschöpfungsketten schon kürzer werden. Auch das ist nicht so ein neues Phänomen, wie manchmal gesagt wird, sondern wir leben das schon länger. In China sowieso schon seit viel längeren Zeiten. Hier das Bild beginnt im Jahr 2005. Das ist ein Maß für die Länge der Wertschöpfungskette, dass Sie das sehen. Da könnte man auch immer wieder lang drüber sprechen, wie man das misst. China hat, haben wir auch Daten sozusagen, vor dem WTO-Beitritt Chinas, der ist im Jahr 2001 passiert, das Jahr 2000, da war wohl dieses Maß bei fast 40. Also was hier gemessen wird, ist, wie viel ausländische Vorprodukte sind notwendig, um exportieren zu können. Oder noch genauer, was ist der Anteil ausländischer Inputs in den Exporten eines Landes? China hat sich also schon lange, ja, in den letzten 30 Jahren schon sozusagen zurückgezogen, peu à peu, sozusagen aus der internationalen Arbeitsteilung, nicht im Sinne, dass sie weniger Handel treiben würden, es ist immer noch gewachsen und wächst aktuell ja wieder, sondern die Verzahnung, also die Verwendung von Importen, um zu exportieren, das meinen wir ja mit Wertschöpfungsketten über die Grenzen hinweg. Da hat sich China schon deutlich zurückgezogen und in der Eurozone, in den USA sehen wir das auch. Und wir sehen es in vielen anderen Ländern auch. Das sind ja OECD-Daten, die bis 2016 gehen, leider. Aber in vielen Ländern, OECD-Ländern, USA, China habe ich schon genannt, auch osteuropäische Länder, Indien ganz deutlich, auch Indonesien sehen wir diese rückläufigen Trends. Sie sind nicht überall, Mexiko ist etwas anders, aber wir haben schon längst den Turnaround, wenn man so will, nicht? Und die Wertschöpfungsketten werden schon längst kürzer. Dann kann man sich fragen, wer hat eigentlich die höheren Zölle? Doch das ist so ein Thema, das sich gut eignet für das Oberthema dieser Vorlesung als nicht für Fakten, weil jeder von sich behauptet, er hätte die niedrigeren Zölle. Als wir mitten im Handelskonflikt standen, Trump gegen die Europäische Union, da war es doch auch so. Donald Trump sagt, ihr Europäer habt die hohen Zölle und wir Amerikaner sind ganz liberal. Ist das so oder ist das nicht so? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Warum nicht? Weil wir tausende Produkte haben im Zollkodex. Ja? Der europäische Zollkodex hat etwas über 10.000 Einträge. Und die Zölle sind für viele Güter sehr unterschiedlich. Da kommt es dann eben darauf an, ob das Fahrrad schon montiert ist oder ob es nur der Rahmen ist. Der Rahmen wird, Rahmen kann man billig importieren und das fertige Fahrrad, da sind hohe Zölle drauf. Deswegen ist es gar nicht so einfach, wenn man Durchschnitte bildet. Nicht? Also über tausende Produkte mit unterschiedlichen Zöllen einen Durchschnitt bilden. Da kann man fragen, wie muss man das machen? Wenn man einen ungewichteten Durchschnitt macht, da sieht man, ja, Deutschland hat tatsächlich die höheren Zölle als die USA. Jetzt kann man aber sagen, das ist aber eine dumme Rechnung, denn da haben wir Güter dabei, die braucht keiner. Da sind lebende Ziegen dabei, da werden wir nicht viel Import haben. Wenn da die Zölle hoch sind, ist das irrelevant. So könnte man sagen, lasst uns doch Handelsgewichte verwenden und dann in der Tat schrumpfen dann auch die Durchschnittszölle, aber es bleibt weiter so. Die USA haben den höheren Zoll, sorry, Deutschland hat den höheren Zoll. Europa setzt den natürlich für Deutschland, aber ja, und die USA haben den niedrigeren. Da kann man wiederum sagen, naja, aber ist es nicht so, dass dort, gerade dort, der Handel niedrig ist, wo die Zölle hoch sind? Ja, und dann verrechnet man sich ja hier, denn wir würden immer die hohen Zölle, die dann aber niedrige Importe nach sich ziehen, besonders niedrig gewichten in unserem Durchschnitt. Ne? Na, eigentlich auch kein gutes Maß. Diese Maße werden aber laufend verwendet in der Politik, Weltbank, IMF, alle verwenden die. Was man eigentlich tun müsste, ist ein theoretisch korrektes Maß zu verwenden, das berücksichtigt, dass die Importanteile, mit denen wir gewichten, selbst von den Zöllen abhängen. Ne? Da braucht man also ein Modell und einen Computer und dann kann man das machen. Da kann man sagen, so. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Das ist dann ein TRI, ein Trade Restrictiveness Index. Das Interessante ist, dass es sich im Deutsch-US-Fall kaum unterscheidet von dem handelsgewichteten Zoll.
So. Aber das ist schon mal eine Debatte, die man führt in der Politik. Wir hatten die höheren Zölle und die ist nicht so trivial zu beantworten. Ein paar Sachen zu den Effekten von Integration, und hier steht auch Disintegration, weil wir mit dem Brexit-Fall jetzt auch etwas über Disintegration sagen können. Und auch hier nochmal Wahrnehmung und Wirklichkeit. Die Daten sagen uns in Deutschland, es gibt mindestens 12 Millionen Jobs, die direkt und indirekt am Export hängen. Das heißt nicht vom Export verursacht, das heißt, gäbe es keinen Export, würden die 12 Millionen Jobs plötzlich verschwunden sein, denn wenn der Export zurückgeht, würde der Import auch zurückgehen. Und dann würden wir vieles, das wir erst für den Export produzieren, für den heimischen Abschluss produzieren. Na, das ist damit nicht gemeint. Aber es sind mindestens 12 Millionen, wahrscheinlich mehr Jobs, die direkt und indirekt, indirekt heißt über Vorprodukte am Export hängen. Und wenn man die Deutschen fragt, dann sagen 67, ja, das ist so, na, jeder vierte Arbeitsplatz hängt am Export. Wenn man aber fragt, wie ist denn das mit den Löhnen in den exportierenden Unternehmen, dann sagen 37%, dann sagen 21% der Deutschen, dass die exportierende Unternehmen niedrigere Löhne bezahlen und 42% wissen es nicht. Also nur ein gutes Drittel, würde ich sagen, in einem Exportunternehmen arbeitet sich's gut, weil dort die Löhne im Durchschnitt besser sind. Und die Daten sind ganz klar, so ist es. Ja, die Exportunternehmen sind typischerweise gute Unternehmen. Ja, und auch das kann man wieder empirisch untersuchen. Da gibt es viele Studien, und bei einigen habe ich mitgemacht mit Kollegen und Kolleginnen. Wir haben in Deutschland tolle Sozialversicherungsdaten, die anonymisiert und für den wissenschaftlichen Betrieb aufbereitet verwendet werden können. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung in Nürnberg stellt die Daten zur Verfügung, und dann kann man sich fragen, wie ist es denn mit den Löhnen in exportierenden Unternehmen? Ja, sind die höher als im Rest der Wirtschaft, und kann ich andere Dinge, zum Beispiel Unternehmenseigenschaften, die Unternehmensgröße zum Beispiel, oder Eigenschaften der Arbeitnehmer rausrechnen? Nicht natürlich, ein Ingenieur in einem Autokonzern verdient mehr als ein Hilfsarbeiter im Bau. Nicht? Aber kann ich sozusagen die Brancheneffekte, die Bildung, das Alter, Migrationshintergrund, das kann ich alles herausrechnen. Und wenn man das tut, bleibt trotzdem sagen noch ein recht deutlicher Vorteil von 10%, 15% übrig. In den Exportunternehmen ist es gut arbeiten. Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für die Entwicklungsländer. Das gilt ziemlich, in der Ökonomie gilt nichts universell, aber es ist in sehr vielen Fällen und in sehr vielen Kontexten anzufinden. Das sind also durchschnittliche Ergebnisse natürlich, muss man auch sagen. Es gibt auch in Deutschland Exporteure, die natürlich keine guten Löhne bezahlen, aber im Durchschnitt ist das so. Und was man auch zeigen kann, ist, dass diese Jobs auch insofern gute Jobs sind, als sie relativ stabil sind. Man könnte ja sagen, ja, die zahlen hohe Löhne, vielleicht müssen sie diese hohen Löhne zahlen, weil die Jobverlustwahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Das sind also recht riskante Jobs. Ist aber nicht so. Empirisch sehen wir in Deutschland auch sehr klar, dass die Verbleibzeit bei einem Exporteur höher ist, als bei einem Nicht-Exporteur. So. Warum sage ich Ihnen das? Das sage ich deswegen, weil wir in Deutschland manchmal das Gefühl haben, dass es einen Exportfetischismus gibt. Die Leute sagen, Exporte sind toll, wir müssen was tun für die exportierende Wirtschaft, Exportförderung, und dann kann man schnell kritisieren. Warum eigentlich? Was ist sozusagen an einem exportierenden Unternehmen anders als einem nicht-exportierenden? Na, das ist eben ein Beispiel. Die Gewerkschaften wissen das sehr genau und sind deswegen auch interessiert an Industriepolitik, sind der Industriesektor, der für die Exporte sorgt und so weiter. Ja, das waren sozusagen ein paar empirische Befunde, die wir kennen. Und dann ist die große Frage, was bringt eigentlich der Handel größenordnungsmäßig am Pro-Kopf-Einkommen? Ne? Und auch da sozusagen ist eine Frage, die lange schon verhandelt und diskutiert wurde, wo es viele Versuche gibt, das zu quantifizieren. Wir machen das typischerweise mit Hilfe von recht großen theoretischen Modellen, die man dann aber parametrisieren muss. Das macht man in den vielen anderen Wissenschaften ja ähnlich. Auch die Physik arbeitet mit großen Modellen und muss dann Parameter im Labor oder durch Messungen einstellen. Wir müssen das auch machen. Wir müssen die Parameter
oft aus Wirtschaftsstatistiken herausschätzen, aus Handelsdaten, aus Firmenverteilungen und so Dinge. Oder was Sie gerade gesehen haben, wie sozusagen die Lohnstruktur sich unterscheidet im exportierenden und nicht exportierenden Sektor. Ja, also es sind theoretische Modelle, die werden dann im Computer simuliert. Ich habe hier einfach ein Beispiel mitgebracht von einem Züricher Kollegen, Ralf Osser, der das mal gemacht hat. Es gibt hunderte solche Versuche, war der es besonders gut gemacht hat, wie ich meine. Und was man dann eben sagen kann, es gibt Länder, die sehr, sehr stark angewiesen sind in ihrer Einkommensposition von den internationalen Märkten. In Europa sind das die Niederlande, die besonders stark betroffen sind. Oder mittel- und zentraleuropäische Länder rund um Österreich. Deutschland auch. Ja, aber Deutschland hat ja einen großen eigenen Markt im Vergleich zu den Niederlanden oder im Vergleich zu Österreich, sodass wenn man fragt, was ist denn eigentlich der Vorteil von grenzüberschreitendem Handel, der naturgemäß für Deutschland kleiner ist als für ein viel kleineres Land, das der Fall ist. Und was man besonders im Blick haben muss, ist, dass es oft gerade kleine Länder sind und auch oft relativ arme Länder sind, die besonders stark vom internationalen Handel profitieren. Also wenn der Handel zusammenbräche und man keinen Handel mehr hätte, dann würden Länder wie Singapur oder Malaysia oder die Philippinen oder auch Griechenland stärker als der Median negativ betroffen sein. Ne? Und das sind jetzt hier keine sozusagen Messungen. Wir können die Einkommensgewinne so ja nicht sehen oder in der Statistik ablesen, sondern das muss man durch ein Modell eruieren. Und dann hat man Schätzfehler, das ist die Länge dieser Balken. Das ist keine exakte Wissenschaft, aber wir können die Fehlerquellen, die Konfidenzintervalle auch ungefähr angeben. Da kann man sich fragen, was wäre denn, wenn wir nicht den kompletten Handel abstellen würden, wie das in den vorherigen Bildern war, sondern nur den sogenannten Wertschöpfungshandel oder den Wertschöpfungskettenhandel, den GVC, Global Value Chains Handel. Ja, indem wir keine Vorprodukte mehr hätten. Manche haben in der Corona-Krise gesagt, oh, wir hängen ab von Chips aus China oder von Reagenzien in der Pharmaindustrie aus Indien. Das sind also keine Endprodukte, sondern Vorprodukte. Wenn man sagt, lasst uns mal unterscheiden, Produkt für Produkt, in welchem Anteil geht das als Vorprodukt in die Produktion ein, in welchem Anteil wird das direkt konsumiert und dann trennt man sozusagen die ganzen Lieferverflechtungen der ganzen Welt zwischen vielen Ländern in Final- und Intermediärguthandel. Und dann fragt man sich, was wäre, wenn wir keinen Zwischenproduktehandel mehr hätten. Da kann man wieder die Frage stellen, was bedeutet das für den Wohlstand? Was Sie hier sehen, ist ähnlich wie vorher negative Effekte durch ein solches Decoupling größer in kleineren Ländern. Ja, USA weniger, da reden wir von 3-4% Einbußen, Deutschland schon mehr. Und in den kleinen Ländern kann man auch mal 20-30% der Wertschöpfung verlieren, wenn der Zugriff auf Vorprodukte aus dem Ausland nicht mehr da ist. Und was wir dann versucht haben, das ist eine ganz aktuelle Studie, ist zu fragen, wenn ein Schock auftritt, ein Produktivitätsschock im Ausland, ne, in dieser Tabelle hier zum Beispiel in China, ist China. Ja, hier ist China. Ja. Und dann fragt man sich, wie wirkt dieser Schock auf Deutschland zum Beispiel? Deutschland finden wir hier auf der linken Achse. Dann zeigt uns dieser Eintrag oder die Farbe dieser Zelle, wie sehr dieser Schock uns negativ beeinflusst. Aber es ist nicht dieser direkte negative Effekt, der hier zu sehen ist, sondern der Effekt, der Unterschied zwischen einem solchen Effekt, wenn wir Wertschöpfungsketten haben und wenn wir solche nicht hätten. Und wenn wir hier leicht gelb eingefärbte Flächen sehen, wie das für Deutschland der Fall ist, dann heißt das, ein Schock in China, der ist für uns weniger schlimm, wenn wir keine Vorprodukte aus China importieren. Also keine, ja, wenn die Automobilindustrie nicht, weiß nicht, Zündkerzen oder Motorteile aus China beziehen muss. Ja? Aber, das könnte man sagen, super, also es wäre besser, wir wären abgekoppelt von China, dann wäre dieser chinesische Schock nicht so negativ für uns. Ne? Stimmt. Aber schauen Sie sich die Effekte an. Das sind minimal. Ja? Da wird nicht viel dadurch besser, während die direkten Kosten der Abkopplung sehr hoch sind.
Also wenn ein Schock auftritt, dann tut uns der weniger weh. Aber das sozusagen Versichern gegen diesen Schock ist extrem teuer. Nicht? Und das sehen Sie hier an den rechten Zahlen. Wenn wir auf Deutschland schauen, ja, 6% weniger pro Kopf Einkommen, wenn wir auf Vorprodukte aus dem Ausland verzichten würden. So, und weil die Zeit läuft, will ich da nur mehr eines sagen, und zwar, wir reden sehr häufig über die Effekte von handelspolitischen Liberalisierungsmaßnahmen. Ja, die sind ja auch das, was wir in der Literatur bisher oft beobachten können. Da wurden irgendwo Zölle abgeschafft, irgendwelche Länder sind in Freihandelszonen beigetreten. Jetzt haben wir den Brexit. Und der Brexit ist für die Forschung eine angenehme Angelegenheit, weil wir jetzt auch Disintegration untersuchen können. Und nicht nur theoretisch, sondern dann auch mit Zahlen. Nicht? Und zunächst natürlich, als das Referendum stattgefunden hat, am 23. Juni 2016, da konnte man nur simulieren und sich fragen, was erwarten wir gegeben ein Modell der Weltwirtschaft, wenn der Brexit eintritt. Ne? Und was Sie da sehen, sind Studien über Studien und Studien. Da wurde richtig viel geforscht. Ja? Das sind viele Forscher drangegangen, weil sie Bock hatten, ja, Doktoranden, Habilitanten, aber es wurden auch viele Studien in Auftrag gegeben. Und was Sie so sehen, hier sind Bandbreiten, ne? Von, dass das für das Vereinigte Königreich eine schlechte Idee ist, das haben die Studien alle mehr oder weniger gezeigt, auch da gab es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen doch. Über die Größenordnungen kann man sich streiten. Ich habe mal 1,7% gefunden am IFO noch. Das haben wir Smart Brexit genannt, dann unterstellt, dass die Briten dann sehr sozusagen intelligente alternative Politiken verfolgen. Das ist eine Unterstellung, das kann man sich natürlich auch anders vorstellen, währenddem andere, die Regierung selber im Vereinigten Königreich mit eigentlich ähnlichen Methoden deutlich größere Effekte gefunden hat. Ja? So, das ist so etwas, das wir als Theorie wissen, das kann man aus einer sozusagen mit Zahlen gefütterten Theorie wissen. Und aber jetzt können wir auch schon langsam fragen, was ist denn tatsächlich passiert? Das Referendum hat stattgefunden und dann gab es bereits Reaktionen. Nicht? Also Unternehmen haben in Vorausschau oder wissen, dass Barrieren kommen könnten, schon reagiert. Und schon im Jahr 2020 konnten wir rückblickend sagen, hat sich statistisch der Brexit für die Briten gerecht, denn durch die schon vor dem eigentlichen Vollzug des Brexit stattgefundenen Verlagerungseffekte ist das Bruttoinlandsprodukt schon um fast 3% kleiner, als es sonst gewesen wäre. So. Das sind natürlich empirisch auch keine trivialen Untersuchungen hier. Man muss ja sozusagen das Counterfactual, die Gegenrealität konstruieren. Das Vereinigte Königreich beobachten wir jetzt mit dem Brexit-Referendum, so wie es ausgegangen ist im Jahr 2016. Wir würden es aber gerne beobachten in einer Gegenrealität, wo das Referendum gar nicht stattgefunden hätte. Nicht? Und diese Gegenrealität muss man auch, wenn man Empirie betreibt, auf die Zahlen schaut, muss man eigentlich einmal erst konstruieren. Ja? Also das geht auch nicht ganz ohne Theorie. Aber da gibt es Methoden, die ganz gut sind mittlerweile und die zeigen uns, dass ein so konstruierter Doppelgänger des Vereinigten Königreichs im Jahr 2019 schon um 3% reicher gewesen ist als das tatsächlich beobachtete Vereinigte Königreich. Und das passt gar nicht so schlecht zusammen mit den Studien, die gemacht wurden. Nebenwirkungen sind wichtig, auch da muss man drüber diskutieren, da findet auch viel Forschung statt. Ja, wenn Sie fragen, was interessiert eigentlich einen Hochschullehrer, der zu Handelsthemen arbeitet, dann natürlich die Schwierigkeiten, die wir haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Klimapolitik, ja, oder mit Ungleichheit oder mit Arbeitslosigkeit oder mit Armut. Ne? Das sind die Themen, die die Leute beschäftigt. Denn wenn Handel sozusagen nicht auch mit Nebeneffekten käme, dann wäre es ja wissenschaftlich vollkommen uninteressant, darüber zu forschen. Ja, und ein so ein Thema ist das Thema CO2-Emission. Die Welt ist gewachsen. Die Globalisierung hat das Wachstum angetrieben und die CO2-Emissionen sind deutlich gestiegen, mit den Problemen, die das verursacht. Der Handel selber, ja, da ist jetzt hier was verloren gegangen, was Sie hier sehen sollten an dieser Grafik,
sind die Millionen Tonnen CO2, die im internationalen Transport emittiert werden. Da sehen Sie, das sind bei 1400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten deutlich angestiegen. Und was man auch sieht, ist der Anteil der globalen Emissionen, die auf den Handel, auf den Transport entfallen. Der liegt bei ungefähr 3,5%. Andere Nebenwirkungen, die Verteilungseffekte. Ja, und auch da ist die Situation überhaupt nicht trivial. Wer sagt, Handel treibt die Verteilung auseinander und führt zu Ungleichheit? Na, ist nicht einfach, das wirklich genau auch zu verifizieren. Was Sie hier sehen, ist die globale Einkommensverteilung. Also alle Menschen auf der Welt 1980. Und dann wurde gefragt, wie hat sich denn statistisch das Einkommen dieser Personen verändert. Und die Leute sind hier gereiht in Perzentilgruppen, die Ärmsten hier ganz links und die Reichsten ganz rechts. Und dann wurde gefragt, wie hat sich euer Einkommen in Prozent verändert, Kaufkraft bereinigt, also sind die Preise herausgezogen. Und was man sieht, es ist im unteren Bereich sind hohe Einkommenssteigerungen festzustellen gewesen. Ja, nicht bei den Allerärmsten, sondern ein bisschen schon, also China, Ostasien 1980 war ein guter Ort. Dort sind Einkommenssteigerungen bis 2016 in der Höhe von 115, 120% zu sehen gewesen. Dann in der Mitte der Einkommensverteilung eher wenig Steigerung, das ist die USA und Westeuropa. Und dann aber ganz rechts, das sind die Ultrareichen, dort waren die Steigerungen sehr hoch. Ja, aber schauen Sie, da haben wir die X-Achse etwas verzerrt. Dann sehen wir hier von 10 auf 20 und 20 auf 30 und ganz rechts dann aber von 99 auf 99,9 auf 99,99. Nicht? Da werden also die Gruppen immer kleiner und die Einkommensgewinne immer größer. Also ja, da gab es sozusagen eine zunehmende Ungleichheit, nicht nur in den einzelnen Ländern, sondern weltweit. Aber die Frage, wie sehr die Globalisierung das getrieben hat, die ist eine schwierige. Da müsste man ja andere ungleichheitstreibende Effekte herausziehen. Zum Beispiel, dass sich eben Sektoren gewandelt haben, dass wir heute andere Güter konsumieren, dass wir anders produzieren, andere Technologien. Das wäre vielleicht auch dann der Fall, wenn es die Globalisierung gar nicht gäbe. Was man dann hier schlussfolgern kann, Alan Heldman, ein Star-Kollege aus Harvard, hat in einer großen Studie den Schluss gezogen, dass ungefähr 20% der Ungleichheitsdynamik, der Zunahme der Dynamik tatsächlich auf die Globalisierung zurückzuführen ist. Der Rest nicht, wobei man das auch so klar nicht sagen kann, weil häufig ja zum Beispiel die Globalisierung auch den technologischen Wandel erst angeschoben hat. Nicht? Ja, was man auch sagen kann, ist, dass zwar die Ungleichheit gestiegen ist, sehr häufig, aber dass trotzdem die absolute Armut zurückgegangen ist. Na, das sehen Sie auch in diesem Bild, um es nochmal zu zeigen. Auch dort, wo die Zuwachsraten klein waren, waren sie doch positiv. Also es hat zu einem Einkommenswachstum, es war ein Einkommenswachstum festzustellen. In der Mitte weniger als an den Rändern und vor allem am rechten Rand. Aber es ist doch das Einkommen überall gestiegen und es ist eben dann so gewesen, dass die absolute Armut, also Einkommen, das man hat und von dem man leben muss, das weniger als 1,90 Dollar pro Tag ausmacht, preisbereinigt, also das Veränderung der Preise hier über die Zeit rausgerechnet, der Anteil der Bevölkerung in solcher Armut hat abgenommen und zwar überall, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. In Südasien, in China besonders stark, in Subsahara-Afrika weniger stark, aber auch da hat es abgenommen. Die Zahlen kommen immer mit ein bisschen Verspätung. Das Bild habe ich heute nochmal gezogen, 2015 in den letzten Jahren. Möglicherweise ist jetzt in der Corona-Krise wieder alles anders, ne? Muss man befürchten. Aber der Trend über die lange Frist war schon einer, dass die Armut deutlich zurückgegangen ist, obwohl die Ungleichheit zugenommen hat. Das schließt sich nicht aus. Es ist vielleicht sogar so, sagen manche, wenn ihr sagt, ihr wollt keine Ungleichheit haben, ihr wollt keine Akkumulation von Reichtum zulassen, dann fällt auch die Bekämpfung von Armut schwer. Ja, das sind durchaus plausible Argumente, die man hier in diese Richtung machen kann. Aber wiederum unser Thema Wissenschaft und alternative Fakten.
Wenn gefragt wird, in unterschiedlichen Ländern, hat die Armut zugenommen weltweit oder nicht, dann kommt in vielen Studien immer und wieder, ja, die Armut hat zugenommen. Ja, extreme Armut hat zugenommen. 52% in der Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2017 sagen das. Und in Deutschland sind es 63%. Der 63% der Deutschen, die hier gefragt und sagen, die Armut hat dramatisch zugenommen. Oder hat zugenommen, dramatisch nicht, oder hat zugenommen. Aber in Wahrheit ist sie weltweit doch deutlich zurückgegangen. So. Jetzt läuft uns die Zeit weg, meine Damen und Herren, deswegen lassen Sie mich nur kurz ein paar Dinge sagen zu den drei Bullet Points. Und wenn wir dann in Diskussion vielleicht darauf zurückkommen, kann ich das ein oder andere Slide noch ziehen. Aber also eine der zentralen Fragen, die wir aktuell diskutieren, ist die der Abhängigkeit. Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, Arbeitsteilung sozusagen im Lehrbuch liest sich das super. David Ricardo, 1817, einleuchtend, schön dargestellt, kann man glauben, aber damit das funktioniert, muss man vertrauen können, dass die Handelspartner auch tatsächlich partnerschaftlich agieren, ne? Und nicht eine Abhängigkeit, die sich bei Spezialisierung immer ergibt, zum Ungunsten der Handelspartner uns in dem Fall ausnutzt. Nicht? Das sind politische Risiken, die schon immer da waren, seitdem wir über Handelspolitik nachdenken und die wir jetzt im Kontext zum Beispiel mit China sehr deutlich diskutieren. Die Chinesen sind massiv gewachsen, wirtschaftlich relevant geworden in den letzten Jahrzehnten. Übrigens nicht so relevant, wie manchmal geglaubt wird. Auch da wieder Wissenschaft und Fakten, alternative Fakten. Es wird oft getan, als wäre China schon längst unser wichtigster Handelspartner. Das stimmt nicht. Auch außerhalb der EU stimmt das nicht. Das sind nach wie vor die USA mit großem Abstand. Ja, im Güterhandel mag China eine wichtige Rolle spielen, aber wir haben auch Dienstleistungen, Handel, wir haben technologische, wir haben Patente und diese Dinge, wir haben Unternehmensgewinne, also die wirtschaftliche Integration mit China ist nach wie vor relativ bescheiden im Vergleich zu den USA und China spielt in einer Liga größenordnungsmäßig, wenn Sie alles anschauen, das mit der Schweiz vergleichbar ist. Ich glaube, die Schweiz war in den Medien heute, glaube ich, oder gestern, weil die Schweizer Bundesregierung den Rahmenvertrag, den die EU vorgeschlagen hat, oder die mit der EU verhandelt haben, nicht akzeptieren wollen. Ja, aber das in Klammer. Aber was ich sagen möchte, ist, dass sich hier jetzt empirisch die Frage stellt, wie groß sind diese Abhängigkeiten wirklich? Ne? Und das kann man tun. Man kann sich in die Handelsstatistik der Europäischen Union hinein vertiefen. Jetzt hier für das Jahr 2018. Da hat Europa 10.280 verschiedene Güter nach Zollstatistik importiert. Und von diesen 10.280 kamen gerade mal 277 Produkte aus einem einzigen Land. Ja? Also 277 im Vergleich zu 10.280 ist nicht riesig hoch. Also haben wir in Summe keine riesige Abhängigkeit. Ne? Und die Größe dieser Bubbles, die Sie da sehen, die zeigt Ihnen, wie hoch die Importvolumina sind der Europäischen Union. Das heißt, wir haben nicht nur wenig Güter, bei denen wir nur einen Lieferanten haben, sondern das ist diese ganz, ganz kleine, die ganz, ganz kleine Blase, sondern es geht auch nicht um viel Geld oder einen hohen Importwert. Das kann aber durchaus bedeuten, dass es zwar Güter sind, die per se keinen hohen Preis haben, die aber essentiell sind in der Produktion. Ja, die wir brauchen, um medizinische Präparate herzustellen oder irgendwelche andere Dinge. Das heißt, es kann jetzt trotzdem sein, dass das ganz zentrale und wichtige Güter sind. Aber zunächst einmal das Bild eines, wo man sagt, na, also an sich sind das nicht viele Güter. Jetzt kann man fragen, was ist, wenn wir nicht nur einen Lieferanten anschauen, sondern sagen, wie viele Güter haben wir, die aus maximal drei liefernden Ländern kommen? Ja, das sind so ungefähr 780, also ein höherer Anteil. Und dann haben wir uns für die Europäische Kommission diese Produkte mal ganz genau angeschaut. Ja, und da tauchen ganz viele auf, die sehr spezialisierte Agri-Food-Produkte sind. Gruyère zum Beispiel, oh Schreck, importieren wir nur aus einem einzigen Land. Aber Gruyère ist natürlich eine sogenannte geografische Schutzbezeichnung. Gruyère kann man nur aus der Schweiz beziehen nach WTO-Regel. Hm? Müssen wir also rausziehen. Das ist nicht eine Käsesorte, die, wenn man sie nicht hat,
in Deutschland die Hungersnot ausgelöst. Palmöl kommt aus ganz wenigen Ländern, Indonesien und Malaysia und Vietnam, das sind die drei Länder, aus denen wir das beziehen. Tequila kommt nur aus Mexiko, Gorgonzola nur aus Italien und so weiter. Also es sind viele spezialisierte Agri-Food-Produkte. Ja, Palmöl ist wenig kritischer, aber viele andere sind kein Problem. Und es geht häufig um große Beträge, 83 Millionen Euro an Importen aus der Schweiz, an Durian-Käse. Problematischer sind schon spezialisierte chemische Substanzen. Ja, das sind ein paar aufgeführt, die man oft eben im Pharmabereich braucht. Aber das sind auch nicht wahnsinnig viele. Und dann sind es so sehr spezialisierte Maschinen oder spezialisierte Fortbewegungsmittel wie Kühlschiffe. Es gibt eben nur eine internationale Werft oder zwei, die tatsächlich Kühlschiffe produzieren. Oder Schwimmbagger. Ja, also da ist dann die Importstatistik entsprechend so, dass da eben wenig Länder auftauchen. Und dann Rohstoffe natürlich. Uranerz, für Europa immer noch wichtig, für die Atomkraftwerke, da haben wir weltweit nur zwei Lieferanten und relativ hohe Importwerte, 75, 74 Millionen Euro. Also das Bild ist ein gemischtes, aber am Ende sind es eigentlich nur wenige Produkte, bei denen Europa wirklich an einzelnen Länder hängt und damit auch erpressbar ist. Das muss man, glaube ich, auch sagen, um da nicht ein falsches Bild entstehen zu lassen. Und häufig, wie gesagt, der Großteil dieser Anzahl der Produkte sind Agrarsachen, die einen nicht wirklich interessieren. Nicht? Also Live Goats zum Beispiel, Lebendziegen, importiert die Europäische Union nur aus einem Land zum Beispiel. Na, das kann man hier gleich abziehen, wie den Gruyère und den Gorgonzola. Ja, das zum Thema Abhängigkeit in aller Schnelle, da können wir gerne noch drüber sprechen. Ein Thema, das mich sehr bewegt in den letzten Monaten, ist das Thema Lieferkettengesetz. Haben Sie vielleicht mitgekriegt, dass wir das kritisch sehen im Institut für Weltwirtschaft? Nicht das Ziel stört uns. Das Ziel, da sind wir mit den Aktivisten, die das Lieferkettengesetz gerne sehen, absolut d'accord. Wir wollen natürlich auch, dass Kinderarbeit weltweit verschwindet. Selbstverständlich wollen wir das. Aber die Frage ist eher, was ist das richtige Instrument? Und wir halten das Lieferkettengesetz für problematisch, weil es dazu führen könnte, dass sich deutsche Unternehmen anderswo bedienen und sagen, ich gehe nicht mehr nach Kambodscha, dort sind die Bedingungen riskant, da kann was passieren in meiner Lieferkette, dann werde ich verklagt, muss Strafen bezahlen, 2% des Umsatzes, das kann viel Geld sein, man kann ausgeschlossen werden aus öffentlichen Beschaffungsvorgängen. Und wenn dann der deutsche Fahrrad, das österreichische, von dem ich das weiß, ein österreichischer Fahrradhersteller, die Rahmen für die Fahrräder nicht mehr in Kambodscha herstellen lässt, oder dort bezieht, weil man Angst hat vor Reputationsschäden oder vor ökonomischen Risiken oder vor einer Klage, dann führt das in Kambodscha dazu, dass dort Arbeitsplätze verloren gehen. Bei diesen Fahrradherstellern sind es vor allem Frauen, die da ihre Jobs verloren haben und in den informellen Sektor abgewandert sind. Also zurück auf die Reisfelder sozusagen, zurück in die Familien, aufs Land. Und da sind die Bedingungen nicht besser. Das muss man immer sehen. Deswegen haben wir hier relativ viel dazu gearbeitet und geforscht, gesagt, wir brauchen was anderes, ein anderes Instrument, um genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich Eindämmung von Fehlverhalten in den Lieferketten. Und das ist eine Negativliste, wo Unternehmen genannt werden und gelistet werden, mit denen man in Europa nicht Handel treiben darf, weil sie sich nicht wohlverhalten und das nachgewiesen ist. Da kann man auch wieder darüber sprechen, wie man das genau ausgestalten kann, aber das kann man sehr viel strenger machen als das Lieferkettengesetz, zu sehr viel geringeren Kosten für die Lieferketten selber, nicht? Was dann eben diese negativen Effekte eines Zurückziehens vorbeugend aus Lieferketten hintanstellen würde. Und dann haben wir das große Thema Handel und Klimapolitik. Auch dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber auch da, wenn wir ja über alternative Fakten sprechen, es wird häufig gesagt, da gibt es einen Widerspruch. Nicht? Also wenn wir Handel haben wollen, dann ist das fürs Klima zwangsläufig schädlich, denn Handel bedeutet immer Import und Transport. Nicht? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, Fleisch nicht mehr aus Bayern nach Berlin gekarrt wird, sondern aus Argentinien, dann muss das da tausende Kilometer über das Meer schwimmen und das führt zu Emissionen.
Stimmt, das führt zu Emissionen. Die Frage ist aber, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, muss man sagen, dass das argentinische Rindfleisch sehr viel weniger Methanemissionen verursacht bei der Produktion als das bayerische Rindfleisch. Klar, auch nicht Gott gegeben, die Bayern könnten, wenn sie wollten, anders produzieren, aber das ist jetzt das, was wir wissen. Sodass für das Klima es durchaus besser sein kann, wenn die Deutschen argentinische Steaks konsumieren, statt bayerischen, weil die Freilaufkühe in Argentinien, die das Jahr über frisches Gras essen, deutlich weniger Methan und damit ein CO2-Äquivalent emittieren, wie das die deutschen Stallkühe tun, die mit Silage gefüttert werden und die außerdem noch Sojabohnen essen, die in Südamerika zur Entwaldung führen und auch dort zu CO2-Emissionen sorgen. Und das gilt nicht so selten. Also es ist jetzt nicht ein sozusagen ein besonders absurdes Beispiel, das ich hier heraussuche, sondern das sieht man häufig. Wir haben für die Europäische Kommission das EU-Korea-Abkommen evaluiert. Und da war eine zentrale Frage, was hat das Abkommen mit den globalen CO2-Emissionen gemacht? Das war für mich überraschend selber, dass wir feststellen konnten, dass zwar natürlich die Transportemissionen gestiegen sind, klar, da fahren jetzt also mehr Schiffe, die emittieren CO2, aber diese Schiffe fahren zwischen Korea und Europa. Vorher fuhren diese Schiffe zwischen Europa und China. Und ein wichtiger Effekt dieses Abkommens war, dass Europa mehr Metalle, zum Beispiel, die sehr CO2-intensiv sind, aus Korea einkauft und weniger aus China. Und in China werden diese Metalle sehr viel CO2-intensiver hergestellt. Sodass, wenn man sich fragt, welche Wirkung hat das Abkommen auf die globalen Emissionen, man sagen muss, in Summe hat das die Emission sogar verringert. Es sind keine großen Effekte, aber die Tatsache, dass das Abkommen nicht zu höheren Emissionen geführt hat, die Tatsache, die ist doch schon mal bemerkenswert. Mich hat das jedenfalls überrascht. Auch da gibt es sozusagen viele, sagen wir mal, nicht so offensichtliche Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Auch die Zunahme von Wettbewerb durch Handel führt häufig dazu, dass das per se ressourcensparend ist. Ja, wieso das? Wettbewerb heißt ja immer, ich muss eine möglichst hohe Produktivität haben. Ich muss die Ressourcen, die ich einsetze, möglichst sparsam einsetzen. Wer Erdöl verbrennt, sinnlos oder mit wenig Output-Effekt oder Erdgas, der wird nicht produktiv sein. Denn die Rohstoffe, auch die CO2-haltigen fossilen Brennstoffe, kosten ja Geld. Sodass ein höherer Wettbewerbsdruck auf den Märkten zunächst einmal dazu führt, dass die ganz besonders unproduktiven, die verschwenderischen Unternehmen am Markt nicht bestehen könnte, die sind nicht wettbewerbsfähig. Ja, das heißt, da gibt es einen Effekt, der eher sozusagen sagt, Handel führt eigentlich eher zu einem besseren Ressourceneinsatz und deswegen auch zu weniger Emissionen. Gleichzeitig aber gibt es einen Mengeneffekt. Wenn wir Handel haben, werden wir reicher, wir konsumieren mehr und das treibt die Emissionen wieder nach oben. Und wie dann die beiden Effekte miteinander zusammengehen, das ist überhaupt nicht so klar. Ja, da gibt es in unterschiedlichen Kontexten dann unterschiedliche Ergebnisse. Das Korea-Beispiel ist so eines, wo das insgesamte Ansteigen des Handels, auch das Ansteigen des Wohlstandsniveaus, sowohl in Korea als auch in Europa, per se zu mehr Emissionen führen würde, aber die Verbesserung in der Produktionsstruktur, dass in China die Stahlproduktion eher zurückgeht und in Korea gestiegen ist, aber das heißt schmutzige Produktion weniger und die saubere mehr, das hat dann eben zu Einsparungen geführt. In Summe waren dann die Einsparungen mindestens so groß wie die zusätzlichen Emissionen in dem EU-Korea-Kontext. In anderen Kontexten mag es das dann natürlich auch wieder anders sein. Letzter Punkt zum Handel und Klimapolitik. Ich werde manchmal so dargestellt als sozusagen Freund des Freihandels. Und das stimmt auch. Ich finde, wir sollten möglichst friktionsfrei miteinander ins Geschäft kommen können, über Grenzen hinweg. Aber das heißt nicht, dass man nicht Vorkehrungen treffen muss für Dinge, wo wir gar keinen Markt haben. Zum Beispiel CO2-Emissionen. Und deswegen habe ich mich von Anfang an stark gemacht dafür, dass wir einen CO2-Grenzausgleich brauchen. Dass also auch der internationale Verkehr einer CO2-Bepreisung unterwerfen werden muss.
Und wenn man das tut, also einen Grenzausgleich macht, das ist ein bisschen wie ein Zoll. Das ist nicht freihändlerisch, aber es ist ein Zoll aus einem sehr besonderen Grund, nämlich, dass wir dort etwas sozusagen bepreisen müssen, das sonst keinen Preis hätte. Und die Bepreisung von Emissionen im Transportsektor sowieso. Das stellt ja erst sozusagen Kostenwahrheit her. Und dann kann man sagen, wenn wir das gemacht haben, wenn wir eine CO2-Bepreisung haben, dann brauchen wir keine weiteren Behinderungen des internationalen Handels. Ja? Das passt sozusagen zusammen mit einem freihändlerischen Denken. Damit glaube ich, belasse ich es jetzt mal. Ich habe ohnehin länger gesprochen, als ich es vorhatte. Und ich denke, wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen beantworte die gerne, dann auch mit Nutzung vielleicht des ein oder anderen Slides, das ich dann einfach spontan einblenden würde, wenn das dem Herrn Boni so passt. Vielen Dank. Ja, Herr Felbermayr, herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Wir sind auch ein paar Fragen eingegangen. Vielleicht darf ich mal anfangen. Erster Eindruck war natürlich, dass es gibt viele Trends, die man erwartet, die sich aber offenbar aus den Daten nicht hergeben, so wie Sie das gezeigt hatten mit der öffentlichen Wahrnehmung zu den Konsequenzen des Welthandels. Es gibt viele einfache Antworten, die kursieren, was man nicht tun sollte oder was der Effekt wäre, so wie Sie sagen, wenn wir mehr mit China handeln oder mehr mit, was weiß ich, Lateinamerika handeln. Aber offenbar gibt es keine einfachen Antworten, sondern das Ganze ist doch recht komplex. Ne? Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, diese Effekte sicher und unabhängig zu bewerten? Oder wonach richten sich Politiker? Richten die sich dann nach solchen Studien, die bei Ihnen in Auftrag gegeben werden oder jetzt bei anderen Instituten? Wie zeitnah kann man solche Studien produzieren? Diese Abschätzungen sind ja häufig sehr gegenläufig. Was ist da Ihre Meinung? Was könnte es für Kriterien oder sollte es für Kriterien geben? Naja, also ich bin natürlich Wissenschaftler und da haben wir schon einen relativ engen Kanon von zulässigen Methoden und zulässigen Modellklassen, die man sozusagen einsetzen kann zur Beantwortung solcher Fragen. Und was zulässig ist, oder zulässig stimmt nicht, oder was sozusagen wissenschaftlich empfohlen wird, ist dann das Produkt eben unseres wissenschaftlichen Ausleseverfahrens, nicht? Was also in den guten Journals an Modellen publiziert wird, dann gibt es da häufig mittlerweile Open Source Code, dann kann ich mir die Modelle herunterladen und kann damit arbeiten. Ich kann die Modelle koppeln. Nicht, das ist in unserem EU-Korea-Papier, da haben wir Klimamodelle verwendet aus dem IPCC-Bereich und haben die dann gekoppelt mit unserem Handelsmodell. Da kann man also ganz vieles machen und es sind State-of-the-Art-Methoden, die wir da einsetzen. Und die liefern dann Resultate. Das kann man auch relativ rasch machen. Also wir haben Mercosur zweimal jetzt evaluiert für die Bundesregierung. Es kam zweimal dasselbe raus. Sehr ähnliches heraus, obwohl wir mit anderen Methoden und anderen Datenbasen gearbeitet haben. Weil wir halt methodisch uns daran gehalten haben, an das, was wir als aktuell Frontier bezeichnen würden. Es gibt aber natürlich schon immer wieder auch Studien, die diese Kriterien nicht einhalten. Und Das klingt das ein bisschen hochtrabend oder arrogant, wenn ich dann sage, das ist aber nicht wissenschaftlich, was ihr da macht. Ne? Wenn ihr dann irgendwelche Modelle aus den 80er Jahren verwendet oder so. Oder Modelle, die ihr nicht kalibriert habt, wie wir das eigentlich state of the art machen würden. Ne? Sondern da irgendwelche Werte angenommen habt. Nicht? Da gibt es dann Streit. Den Streit kann man nur... sozusagen, den muss man dann vor der Akademie der Wissenschaften sozusagen führen, nicht? Also vor den Kollegen, die dann sagen, ja, das ist State of the Art und das ist es nicht. Und das Kriterium ist dann eben, glaube ich, einfach das, ob man diese Sachen dann auch publizieren kann in den guten Journals. Ja? Und da ist es dann oft schon so, dass manches, sicher nicht alles, aber manches, das sehr globalisierungskritisch daherkommt, diesen Test nicht besteht. Ja, also jetzt kann man sagen, die ganze Wissenschaft, der ganze Apparat ist voreingenommen. Ja, das gibt es ja auch bei Ihnen in der Physik oder in der Klimawissenschaft. Du hast gesagt, das ist alles gelogen, ne, das stimmt alles nicht. Aber das ist doch das, auf das ich mich zurückziehen muss und das, glaube ich, auch unsere Zuschauer
sich hohes Vertrauen haben dürfen, dass sie dem Wissenschaftsprozess insgesamt Glauben schenken. Ja, wenn man diesen Konsens nicht mehr teilt, dann ist natürlich jede wissenschaftliche Evaluierung von solchen Dingen angreifbar. Man kann sagen, ja, hier glaube ich nicht. Ja, und was du machst, ist alles korrumpiert. Und das ist in unserem Fall in den Wirtschaftswissenschaften sicher noch viel problematischer als in den Hard Sciences sozusagen, auch weil wir natürlich immer wieder in Kontakt kommen mit Unternehmen. Ja, klar. Also es gibt, wir haben Förderer, wir haben Sponsoren, wir arbeiten mit Arbeitgeberverbänden, aber auch mit Arbeitnehmerverbänden zusammen. Da gibt es Einflussnahmen. Das ist alles nochmal etwas schwieriger, ne, als das in den Naturwissenschaften ist. Und ich glaube, von der Grundstruktur der Probleme, die wir haben, wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen glaubwürdig und kredibel kommunizieren zu können, ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Auch die Epidemiologen und Virologen, mit der Frau Priesemann, die sie auch schon mal hatten, glaube ich, in ihrer Reihe mal länger gesprochen, ja, die haben sie vielleicht auch erlebt, die kann fast weinen, ne, weil man ihr eben nicht glaubt und sagt, sie haben irgendwelche Verschwörungssachen da, sie wollen uns unterdrücken, und da kann man noch so gut publiziert haben und noch so viel sozusagen Zustimmung aus den Expertenkreisen haben. Wenn das Ergebnis nicht passt, dann kann man ein Narrativ dazu erfinden, ein verschwörungstheoretisches, das unterminiert. In der Klimapolitik ist es ganz ähnlich. Ja. Okay, vielen Dank. Ich gebe mal weiter an unsere Fragesteller. Ja, dann möchte ich die Fragerunde einleiten. Und zwar mit einer kleinen persönlichen Frage. Wir hatten schon ein kleines Vorgespräch und da haben wir gesagt, dass wir uns gegenseitig duzen. Also, Gabriel, wenn du genau. Politik. Ich habe schon wieder vergessen. Sorry. Wenn du Politiker wärst und jetzt Sanktionen zum Beispiel gegen Weißrussland entscheiden könntest, welche würdest du für am effektivsten halten, oder hättest du, was ist deine Lieblingssanktion? Ja, also meine Lieblingssanktion ist die ich nie ziehen muss. Sanktionen sollen ja vor allem Ex-ante-Effekte entfalten. Ja, also die gute Sanktion ist die in einem Instrument besteht, das ich sozusagen im Schaufenster liegen habe und wo dann der Lukaschenko sagt, ich verhalte mich okay, weil ich Angst habe, dass die Europäer eine Sanktion verhängen und ich dann Schaden habe dadurch. Nicht? Deswegen ist die Sanktion, die so glaubwürdig angekündigt ist oder so glaubwürdig angedroht wird, dass sie erst gar nicht eingesetzt wird, weil sie schon sozusagen wie eine Atombombe, nicht im Kalten Krieg. Ja? Die muss ich haben, um mich nicht angreifbar zu machen. Aber ich darf sie nicht. Ich will und darf sie nicht einsetzen. Ja, das wäre die beste Sanktion. Wenn es aber nicht anders geht, weil offenbar meine Drohung nicht glaubwürdig war und der Lukaschenko trotzdem tut, was er will oder Dinge tut, die nicht passen mit unseren Menschenrechtsvorstellungen, dann sind es Sanktionen, die vor allem die treffen, die tatsächlich Dreck am Stecken haben. Also das nennen wir Smart Sanctions, Targeted Sanctions, dass also die profitieren von dem Verhalten eines Regimes, auch bestraft werden, dass ihre Vermögensbestände eingefroren werden, ihre Bankguthaben in der Europäischen Union, dass sie nicht mehr einreisen dürfen, also konkret auf die Person, die sich fehlverhalten. Sanktionen, wie wir sie auch gesehen haben in der Geschichte gegen Irak zum Beispiel, die eine ganze Bevölkerung betreffen, wo wir jetzt wissen, dass die Irak-Sanktionen hunderttausenden Kindern das Leben gekostet haben, das sind Sanktionen, die mir überhaupt nicht gefallen. Ja, vielen Dank für die persönliche Einschätzung dazu. Hat mich so ein bisschen an Kindererziehung erinnert, dass man, wenn man Sanktionen androht, die auch manchmal umsetzen muss, auch wenn man es gar nicht will. Genau, und die besten Eltern müssen es nicht tun. Nicht? Da reicht sozusagen, und das ist auch wissenschaftstheoretisch interessant, oder in der Spieltheorie, die wir dazu einsetzen, interessant, weil
die Sanktionen, die wir tatsächlich beobachten, die dann zu Einträgen in unseren Datenbanken führen, das sind eigentlich die erfolglosen Sanktionsdrohungen. Das sind die Episoden, wo das Drohen gescheitert ist. Na, nur die schaffen es tatsächlich dann in unsere Datenbank. Das ist interessant, weil das führt zu einer Selektion von Events, die sehr speziell sind. Die vielen Sanktionen, mit denen man drohte, die aber nie eingesetzt wurden, die beobachtet man auch nicht. Das haben wir oft so, nicht? Das ist so wie mit der Epidemie, die sie bekämpfen, oder mit Maßnahmen, die sie machen, und dann kommt die Epidemie nicht. Ja, das ist das Precaution, wie heißt das, Paradox, nicht? Also wer sozusagen Politik fährt oder Maßnahmen ergreift, die was Schlimmes verhindern, wird das Schlimme nie beobachten, und dann kann ich nie sagen, dann habe ich sozusagen den empirischen Beleg nie, dass der Beleg auch tatsächlich etwas gebracht hat, weil ich das Üble nie beobachte, und am besten sogar so, dass überhaupt keine Variation da ist. Mehr oder weniger gibt es gar nicht, das ist immer null. Ne? Und dann kann ich empirisch nichts darüber sagen. Okay, vielen Dank nochmal. Ich möchte jetzt noch eine Verständnisfrage stellen, die aus dem Publikum kam, bevor ich an Tobias weitergebe. Und zwar zu der Grafik über die Armutsbekämpfung. Kann man hier mit absoluten Größen operieren? In der Grafik war 1,90 Euro US-Dollar pro Tag genannt. Kommt es nicht auf die relative Teilhabe bzw. Teilhabefähigkeit an, wodurch die Wohlstands- und Kapitalkonzentration in wenigen juristischen Einheiten in den Vordergrund rücken würde? Ja, guter Punkt. Ja, das ist unser Kern der Diskussion, die wir in der Ungleichheitsdebatte führen. Ich will die einen sagen, was kümmert euch das, wenn die Ungleichheit steigt, wenn doch alle besser gestellt sind. Ja? Und das ist ja durchaus, das ist das, was passiert ist in den letzten 30 Jahren, auch in Deutschland. Im Durchschnitt sind die Einkommen gestiegen, auch das Medianeinkommen ist gestiegen, aber es ist halt besonders stark sozusagen ganz oben in der Einkommensverteilung gestiegen. Und da kann man fragen, so, where's the problem? Ja? Das ist hier ähnlich. Die Ökonomen würden sehr, sehr, sehr häufig sagen, kümmert euch doch bitte um die absoluten Niveaus. Nicht? Wenn die Ungleichheit größer wird, dann ist das nicht zwingend, es kann so sein, dass einem da nichts weggenommen wird. Verstehen Sie, was ich sagen will? Natürlich kann Ungleichheit auch entstehen, indem da räuberische Banden durchs Land ziehen und den Leuten was wegnehmen und akkumulieren, das Diebesgut akkumulieren sozusagen, und dadurch entsteht Ungleichheit. Das ist eine schlechte Ungleichheit. Aber wenn die Ungleichheit, es gibt auch durchaus sozusagen konstruktive Ungleichheit, nämlich die dazu führt, dass mehr Wachstum entstehen kann, wenn die Unternehmen, die dann auch gut Geld verdienen, aber Jobs schaffen, innovativ sind, Löhne bezahlen, dann nimmt vielleicht die Ungleichheit zu, aber die Einkommen steigen auch. Und das ist bei der absoluten Armut auch oft so, nicht? Also, dass wir feststellen, ja, die Ungleichheit hat zugenommen, und damit kann man sagen, vielleicht auch Rivalitäten, vielleicht auch Fragen der Teilhabe, vielleicht auch Verdrängungsproblematiken, weil sich in den Innenstadtlagen die Leute keine Wohnungen mehr leisten können, nur mehr die Reichsten. Aber es hat doch zu einem sozusagen Ansteigen des durchschnittlichen Niveaus geführt. Ja. Aber ich verstehe das, dass man sozusagen die Zielgröße auch anders definieren kann. Ja. Und Armut wird auch in Deutschland häufig nicht als absolutes Konzept verstanden. Nicht der Armutsbericht, der in Deutschland immer wieder Schlagzeilen macht. Ich glaube, die Paritätische Wohlfahrtskommission produziert den. Die sagt nicht, arm ist, wer weniger als x Euro hat pro Tag, sondern arm ist, wer weniger als 60% des Medianeinkommens hat. Und immer dann, wenn der Median schneller reicher wird als Bestandteile der unteren Einkommensverteilung, dann steigt die Armut. Das ist dann aber, würde ich sagen, kein Armutskonzept mehr, sondern das ist ein Ungleichheitskonzept. Ich habe nichts dagegen, dass man Ungleichheit thematisiert. Und Ungleichheit hat übrigens auch, ich habe vorher gesagt, sie kann positive Effekte haben, weil wenn sie der Ausdruck unternehmerischen Handelns ist, sie kann aber auch natürlich ganz fürchterliche Konsequenzen haben, wenn Einkommen sich konzentriert in einzelnen Bereichen und damit auch wirtschaftliche Macht und diese wirtschaftliche Macht eingesetzt wird, um zum Beispiel Monopolstrukturen
zu bewahren, ne, dann ist diese Ungleichheit eine, die die Bevölkerung eher ärmer macht. Nicht? Also dann gibt es eine Korrelation zwischen Armut und Ungleichheit, aber eine positive, mehr Ungleichheit, mehr Armut. Nicht? Es gibt aber auch die umgekehrte Korrelation, und die haben wir festgestellt in den letzten 30 Jahren in der Welt, dass die Armut gesunken ist und die Ungleichheit zugenommen hat. Ne? Das ist offenbar eine im Durchschnitt jedenfalls nicht schädliche Zunahme der Ungleichheit gewesen. Nur das würde ich als Ökonom so argumentieren. Ja, dann knüpfe ich direkt mal mit einer Frage an, die ebenfalls aus dem Publikum kam, ob es Bestrebungen gibt, aktive Währungspolitik, insbesondere die exportfördernde Abwertung, als Instrument von Handelspolitik durch Abkommen zu beschränken. Ja, das ist eine lange Diskussion, die es darüber schon gibt, vor allem in den USA. Die USA haben auch tatsächlich eine Liste von Ländern, die sie als Currency Manipulators bezeichnen, also als Währungsmanipulatoren. Und dann gibt es auch Gesetze in den USA, die den Präsidenten erlauben, solchen Currency Manipulators Zollstrafen aufzuerlegen. Ne? Passiert nicht, wird nicht gemacht in der Praxis. Ne? Auch da vielleicht kann man sagen, die Drohung reicht vielleicht schon, dass sich Länder nicht allzu sehr versucht fühlen beim Manipulieren der Währung. Aber es ist halt auch empirisch extrem schwer festzustellen, wo beginnt die Manipulation und was gehört einfach zum normalen Handeln einer Notenbank. Nicht? Also wir wissen ja, dass die Europäische Zentralbank bei dem Versuch, das Inflationsziel zu erreichen, also unter, aber nahe bei 2%, natürlich auch den Wechselkurs im Blick hat. Nicht? Und wenn der Euro abwertet, dann werden die Importe teurer, dann kommt die EZB näher an ihr Inflationsziel. Manchmal ist also das Abwerten durchaus Ziel der geldpolitischen Aktion. Jetzt zu sagen, das wäre ein Currency Manipulator, der das macht, ne, führt natürlich ein bisschen weit. Das ist aber jetzt homöopathisch, was ich gerade über die EZB sage. China, Japan in früheren Jahren, das ist schon anders. Da hat man den Wechselkurs sehr strategisch eingesetzt. Ja. Das aber jetzt sozusagen zum Ausgangspunkt von Handelspolitik zu machen, ist heikel, weil man eben beweisen müsste oder belegen müsste, dass eine Währungsmanipulation stattfindet, nicht aus Stabilisierungserwägungen heraus, sondern wirklich aus einer Bagger-Neighbor-Motivation heraus, also um dem ausländischen Land Marktanteile abzujagen. Und das ist schwierig und kann eben auch, wer das macht, kann dann auch mal selber betroffen werden. Die USA haben natürlich auch immer wieder in der Wirtschaftsgeschichte aktuell zum Beispiel durchaus ein Interesse an einem schwachen Dollar. Ja, nicht, weil sie damit anderen schaden wollen, sondern weil das für die gesamtwirtschaftliche Steuerung erforderlich ist. Und das ist dann nicht als boshafter Akt gedacht, als handelspolitischer Aggressionsakt, sondern gehört zum Cocktail der volkswirtschaftlichen Stabilisierungspolitik dazu. Hier gab es vor wenigen Minuten eine Frage direkt aus dem Publikum zum Aufbau der Autoproduktion in den USA. Und da war die Frage, ob der Aufbau der Autoproduktion in den USA am 25% Zoll für Pickups lag, also in Anführungsstrichen SUV. Ich weiß nicht genau, wo die Frage jetzt herkommt, aber kannst du dazu was sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht, auf welchen historischen Zeitraum sich das bezieht. Das weiß ich auch nicht. Was ich sagen kann, ist, dass Donald Trump schon, als er noch Playboy-Interviews gegeben hat, davon gesprochen hat, wie fürchterlich es doch sei, dass so viele deutsche Autos in der Fifth Avenue herumfahren, ne? Und dass das nicht tolerierbar sei. Und er hat als Präsident immer wieder mit Zöllen gedroht. Ja, wir haben auch da mehrere Studien gemacht, um zu sehen, was würde denn passieren, wenn die USA höhere Automotive-Zölle erheben würden. Also die sind jetzt sehr gering, die liegen bei 4% für Autos. Bei Pickups sind sie höher, da sind sie bei 16%.
Und Trump hat immer von 25% Zusatz- oder Strafzölle gesprochen. Und was man schon beobachten kann, das ist in der Tat sichtbar, ist, dass deutsche Automobilkonzerne gesagt haben, okay, falls der Trump mit seinen Zöllen kommt, will ich nicht am falschen Fuß erwischt werden. Ich ersetze Exporte aus Deutschland in die USA durch Produktion vor Ort. Und das haben die gemacht. Die haben also in den amerikanischen Werken, die sie alle haben, BMW und Mercedes und Volkswagen, Produktion vor allem konzentriert, die dann auch tatsächlich für den amerikanischen Markt war. Vor Trump hat man in den USA sehr häufig auch für China produziert. Spartanburg, BMW hat auch für China produziert oder für Europa. Das ist weniger geworden und man hat dafür mehr in diesen Werken für den amerikanischen Markt produziert. Hat das jetzt am Ende zu einem Revival der Automotive Production in den USA geführt? Eher nicht, sondern eben zu einer Verlagerung. Also statt aus Spartanburg China zu bedienen, bedient man erst aus Spartanburg eben den amerikanischen Markt und die Europäer verkaufen weniger BMWs nach USA, aber dafür eben mehr BMWs nach China, die vorher aus Spartanburg gekommen wären. Nicht? Das ist also so ein Reshuffling, das da passiert. Und das kann man auch jetzt, da gibt es auch viele Studien, das relativ schön feststellen, dass auch dort, wo dann tatsächlich auch Zölle kamen, wo Trump Zölle eingeführt hat, dass das passiert ist. Dass also nicht im großen Stil Industrieproduktion in die USA zurückgekommen ist, sondern dass es sich neu verteilt hat. Dass also amerikanische Retail-Ketten, Walmart und wie sie alle heißen, weniger in China einkaufen, das hat Trump ihnen vermisst, sondern eben dann mehr in Vietnam einkaufen. Ne? Das ist also relativ, da gab es eben weniger sozusagen Belebung der Industrieproduktion in den USA selber, sondern eher eine Umverteilung unter den Handelspartnern. Das ist ein Karussellbetrieb, der da in Gang gesetzt wird. Das ist, glaube ich, auch bei den im Autokontext beobachtbar gewesen. Danke für die ausführliche Antwort. Hier kommt noch eine Nachkommentar, dass es im Zolltarif für Pickups steht, falls du das sozusagen auch mitnehmen willst. Ja, vielen Dank. Kann sein, dass das 25% schon sind und dann 50, wenn die Zusatzzölle gekommen werden. Ne? Aber es stimmt, bei den Pickups haben die Amerikaner hohe Zölle. Und bei den normalen Autos eben nur die 4%. Mhm. Es gab die Frage, du hast ja ausführlich in der Grafik gezeigt, dass diese Globalization seit ungefähr 2007 nach der Hyperglobalisierung so ein bisschen eingesetzt hat, dass man auch die Trends sieht. Und da kam die Frage auf, ob der Grund dafür dieser Globalization im Handel, sprich in der Saturierung von Handelsabkommen oder halt in der Politik, also durch Sanktionen statt dem Handel, ob die daher rührten. Also kann man das ein bisschen ausblicken? Gibt es da Forschungsergebnisse dazu? Ja, da gibt es Forschung dazu. Nicht viel, ein bisschen was gibt es dazu. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist nur ein Teil dieses Rückgangs tatsächlich auf neue Handelsbarrieren zurückzuführen. Bin nicht ganz sicher, wie groß dieser Teil ist, 20%, 40%, so in dieser Größenordnung, also weniger als die Hälfte. Und der Rest dieser Globalization hat mit bestimmten Normalisierungsdingen zu tun. Also China hat sich normalisiert, nicht? Und das Wachstum Chinas seit 2007 ist eben auch ein stärker binnenwirtschaftlich getriebenes gewesen. Die haben also ihr Wirtschaftsmodell etwas umgebaut, weg von der Exportfokussierung hin stärker auf den heimischen Markt. Und das sind so Dinge, die man rausrechnen muss, ja, wenn man wissen will, wie hoch ist die Rolle wirklich von neuen Handelsbarrieren. Also es ist eher, und dann sind es nicht die Zölle, die das gemacht haben, sondern es sind so Dinge, wie wir nicht tarifäre Handelsbarrieren nennen. Ja, also divergierende Regulierung, Vorschriften, Bürokratie, sogenannte Ursprungsregeln, ja, also alles, was internationalen Handel verteuert, aber nicht Zölle ist. Ne? Das scheint seit 2005 ungefähr deutlich zugenommen zu haben und da lässt sich auch nachweisen, dass das den Handel gebremst hat. Wir kamen ganz aktuell eine Frage rein zum Thema Abhängigkeiten, die du ja
durch ein bisschen zeitlichen Aspekt nicht ganz so ausführen konntest. Da war die Frage, China ist zum Beispiel zu nahezu 100% Lieferant von aufbereiteten seltenen Erden. Das hattest du ja, also zumindest Rohstoffe auch angebracht. Mhm. Und 70% der Lithiumvorkommen lagern in Südamerika. Mhm. Wie lässt sich die Erpressbarkeit bei solchen nur lokal verfügbaren Rohstoffen, aber die aber weltweit benötigt werden, verhindern? Mhm. Naja, also ein Weg ist sicherlich, selber Raffineriekapazitäten auch zu bauen. Und das passiert ja auch, also rund um das Thema Batteriezellenfertigung in Deutschland spielt das ja eine Rolle. Und es ist da jetzt in der EU sind Kapazitäten im Aufbau. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird, aber das ist der eine Weg. Der andere Weg, der sehr vielversprechend scheint, ist Recycling. Also wir haben ja sehr viel Wegwerflithium sozusagen, das halt in den Batterien dieser Welt dann irgendwo verschwendet wird am Ende, wenn die Batterien entsorgt werden oder irgendwo in großen Parks zusammengestöpselt, wo nur mehr ganz geringe Batteriekapazität letztlich zur Verfügung steht als große Stromspeicher, ist besser, dort die Rohstoffe herauszuholen, zu recyceln und in neue, also in aufgewertete Batterien wieder einzubauen. Also Urban Mining, wie das heißt, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Und dann wird man sich in der EU und in Deutschland sicherlich auch bei wirklich strategischen Rohstoffen nochmal überlegen müssen, ob man nicht strategische Reserven braucht. Ja, wir haben das ja beim Erdöl so, da hat man gesehen, ob es 1974 und dann 1978, wenn die Scheichs im Nahen Osten plötzlich beschließen, kein Erdöl mehr zu liefern, dann stehen in Deutschland die Bänder still und die Autos und die Busse fahren nicht mehr. Dann hat man große strategische Reserven angelegt. Wir haben auch große strategische Gasspeicher. Ja, möglicherweise muss man für wirklich so ganz zentrale Rohstoffe, ohne die nichts mehr geht, ohne die kein Windrad sich mehr dreht und kein Auto mehr fährt, muss man möglicherweise strategische Reserven anlegen und dann auch bewirtschaften. Das ist teuer. Ja, das ist teuer, aber wahrscheinlich doch günstiger, als sich erpressbar zu machen. Also da gibt es viele Vorschläge und da passiert auch einiges. Wobei dann wahrscheinlich die Frage wäre, nur einen Satz noch, Monja, ob überhaupt die Abhängigkeiten von solchen Rohstoffen zukunftsträchtig ist. Also das wird sich wahrscheinlich eventuell noch in einem Blog, der noch folgt hier, nochmal in Fragen widerspiegeln. Dann ab zu Monja. Ja, die nächste Frage ist eine kurze Frage, die bestimmt nicht so kurz zu beantworten ist. Wer sind die klaren Gewinner und Verlierer des globalisierten Handels? Ja, genau. Das ist schwer zu sagen, ne? Weil das eben sehr stark abhängt von Episoden, die wir betrachten, von Liberalisierungsschritten, die wir betrachten. Es ist nicht so, dass wir vorgestern in Autarkie waren und heute im perfekten Freihandel. Sondern es sind ja graduelle Übergänge. Dann hat man in vielen Runden in der Welthandelsorganisation, vorher in der Vorläuferorganisation gehabt, in vielen Runden die Zölle abgesenkt. Graduell, mal da ein bisschen, mal dort ein bisschen. Und das macht's schwer, weil wir unreine Zustände miteinander vergleichen. Ja, also aber nie die Urformen, also vollkommen geschlossene deutsche Volkswirtschaft und dann die vollkommen geöffnete. Deswegen müssen wir uns Episoden ansehen. Und zum Beispiel das schon genannte EU-Korea-Freihandelsabkommen, das wir sehr genau angeschaut haben, mit einer großen Studie, 800 Seiten, mit einem Haufen Co-Autoren und anderen Instituten für die Europäische Kommission. Und was man dort sagen kann, ist, dass dieses spezielle Abkommen vor allem Branchen in Deutschland und in Europa geholfen hat. Die konnten ihre Exporte nach Korea ausbauen, die in der Mitte der Einkommensverteilung besonders beschäftigungsintensiv sind. Und das ist in Deutschland oft die Industrie. Wenn das verarbeitende Gewerbe profitiert, dann ist das oft der Median-Deutsche oder dann ist das oft der Mittelstand, weil die Industrie bezahlt relativ gute Löhne, fragt besonders stark mittlere Qualifikationen nach. Da braucht man eine Facharbeiterausbildung, mindestens häufig, aber auch schlechtere qualifizierte Personen kriegen relativ gute Löhne im Industriebereich. Aber wenn man jetzt ein Abkommen sich vorstellt mit Mercosur, mit
mit Brasilien. Dort wäre wahrscheinlich der Effekt stark im Bereich Agrar konzentriert. Und dort würden dann wahrscheinlich in Deutschland in manchen Agrarbranchen deutlich negative Effekte auftreten. Ja, also das ist wirklich sehr kontextabhängig und abhängig von der speziellen Episode, die wir betrachten. Ja. Okay, dann möchte ich da die nächste Frage gleich einhaken. Und zwar haben Sie die deutsche Industrie und Wirtschaft angesprochen und dazu: Aktuell explodieren in Deutschland ja die Preise für Holz und andere Baumaterialien und die Lieferzeiten sind sehr lang. Und meines Wissens nach exportiert Deutschland massiv Holz in die USA und in Deutschland gibt es nicht mehr genug Holz für die eigene Wirtschaft, weshalb teilweise Dachdecker in Kurzarbeit gehen müssen, weil sie kein Holz haben. Sollte die deutsche Regierung hier die regionale Wirtschaft schützen und die Exporte beschränken? Nein, also das sollten wir nicht tun. Wir haben Knappheiten immer wieder, ohne dass wir lange darüber sprechen. Die fallen gar nicht auf, aber die gehören sozusagen zum, dass die Preise sich verändern, das gehört zum sozusagen Standard. Ne? Wenn Sie sich Rohstoffindikatoren ansehen, die sind volatil. Ja, das können Sie am Goldpreis festmachen, an vielen Metallen, am Ölpreis, auch am Holzpreis. Gerade erst war er noch furchtbar im Keller. Nicht? Also Wir kommen ja aus einem sehr waldreichen Land. Da hat man, ich habe einen Cousin, der ist bei den österreichischen Bundesforsten und jahrelang hat er mir in den Ohr gelegen und gesagt, wir können nicht bewirtschaften, wir kriegen für unser Holz, auch für das gute Holz, nicht nur für das Schadholz, keine Preise. Jetzt sind die Preise hoch und es wird in die andere Richtung gejammert, von einer anderen Klientel. Nicht? Also es ist gerade ja ein Segen, muss man ja auch sagen, wenn die sozusagen durch Schocks, Dürren und Borkenkäfer geplagte Forstwirtschaft, wenn die jetzt auch mal wieder ein bisschen höhere Erlöse haben. Was man natürlich gerade beim Holzpreis jetzt aktuell nicht ausschließen kann, ist, dass da auch viel spekulationsgetrieben ist. Also dass das nicht sozusagen die normalen Kräfte von Angebot und Nachfrage sind, sondern dass da mit Finanzmärkten Druck aufgebaut wird über Futures und Optionen, dass Holz gehortet wird. Ja. Und es sind auch unterschiedliche Holzsorten übrigens, die ihren Preis ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Wir haben eine Pelletsknappheit scheinbar mittlerweile in Deutschland. Aber der Industrierohstoff Holz für die Papierindustrie, der ist reichlich verfügbar. Passt nicht zusammen. Ne? Also wenn man ja dieselben Holzstitzel verheizen kann oder daraus Kartonage produzieren kann. Also da ist noch vieles unklar. Und man muss immer aufpassen. Nicht? Es gibt, also wenn Preise steigen, gibt es immer Verlierer und Gewinner. Und die Gewinner, die Forstwirtschaft, oft auch die kleinbäuerliche Forstwirtschaft, die freuen sich über die höheren Holzpreise. Und das ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Vor allem nach vielen Jahren mittlerweile, wo es genau dieser Branche gar nicht gut ging. Stimmt, in diesem Fall treffen die Gewinne eher eine Mittelschicht. Sie hatten auch also Verteilungseffekte angesprochen, wo die Superreichen vor allen Dingen profitieren, was jetzt vielleicht auch der Fall ist, wenn die zusätzlich das Angebot verknappen und mit ihren Millionen das ganze Holz aufkaufen. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, wie man da ausgleichend eingreifen kann? Also, dass die Superreichen nicht am meisten profitieren? Naja, also, das ist alles relativ, relativ schwer. Und was wir jetzt gerade besprechen, ist sozusagen schwer mit Evidenz zu belegen. Nicht? Also, es ist nicht einfach zu verstehen, warum der Holzpreis jetzt dort ist, wo er ist. Also wird er tatsächlich gezockt? Und wer ist es, der da zockt? Und wo entstehen die Gewinne? Sind das Gewinne, die in Deutschland entstehen? Oder sind das Gewinne, die auf irgendwelchen Future-Börsen in Chicago entstehen, wo vor allem chinesisches Geld drinsteckt? Nicht? Also wen wollen wir denn da jetzt besteuern? Wo sind denn die Spekulanten? Wie kriegen wir die überhaupt gegriffen? Das ist ein Riesenproblem. Wir reden ja über solche
Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten schon seit langem, aber die, sozusagen, die Spekulanten zu fassen und sie zu besteuern, ist nicht einfach. Die sind, das ist wie Luft, nicht? Die sind sehr mobil und in den Steueroasen, wo sie sitzen, haben wir keinen Zugriff. Nicht drum ist das, was Olaf Scholz jetzt, der Finanzminister, mit anderen Finanzministern seit mehreren Jahren verhandelt und wo wir jetzt nahe am Durchbruch sind, nämlich eine Mindeststeuer zu vereinbaren, international eine gute Sache. Dann kann man nämlich diese großen Gewinne, die da entstehen, zumindest, ja, 15% sind im Gespräch, zumindest zu 15% besteuern. Wenn das die Finanzoasen nicht machen, dann können das die Länder machen, wo die Gewinne hinrepatriiert werden. Ja, dann könnten wir das in Deutschland tun oder in den USA tun, wenn es nicht schon im Quellland passiert ist. Und das sind Wege, wie man da rankommt und wie man auch dieses hochriskante, spekulative Verhalten ein Stück weit eindämmen kann. Aber das gehört dazu und Spekulation ist im Übrigen ja auch nicht immer schlecht. Nicht? Also wenn ein Spekulant dann kauft, wenn etwas billig ist, weil er glaubt, er kann es später, wenn etwas teuer wird, mit Gewinn verkaufen, dann ist das ja ein stabilisierendes Verhalten. Nicht? Also wenn der Preis niedrig ist, kauft er ein und durch sein Kaufen treibt er den Preis ein bisschen in die Höhe. Und wenn der Preis hoch ist, dann verkauft er und durch das Verkaufen treibt er den Preis ein bisschen nach unten. Ich will nicht sagen, dass Spekulation in Summe eine tolle Sache ist, aber ähnlich wie mit der Ungleichheit ist es auch so, es gibt auch die guten Spekulanten, nicht die stabilisierenden Spekulanten. Und es gibt die Zocker, ja, die nicht spekulieren, sondern auf Hochrisikostrategien fahren, mit der Hoffnung, dass wenn sie sich verzocken, können sie die Kosten sozialisieren. Nicht? Das gibt's. Das sind zwei unterschiedliche Spekulationsmuster. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und wenn man beides bestraft, ist die Gefahr eben hoch, dass man mit dem, dass man etwas beseitigt, das schlecht ist, aber gleichzeitig auch etwas mit beseitigt, das eigentlich einen guten Effekt hat, nämlich diese Stabilisierungsfunktion. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema und mit dieser Frage möchte ich den nächsten Themenblock einleiten, den Tobias dann gleich anfängt. Mhm. Eine kurze Frage und vielleicht schafft sie es auch, die kurz und knapp zu beantworten. Das Beispiel Lieferkettengesetz. Woher kommt deiner Meinung nach die Diskrepanz der vom IFE erforschten Ergebnisse und der öffentlichen Wahrnehmung? Ja, gute Frage. Ich habe nicht den Eindruck, dass viele, die sich zum Lieferkettengesetz geäußert haben, die Forschung dazu gelesen haben. Es gibt eine große akademische Forschung, die fragt, wie ist es denn mit Kinderarbeit und Handel? Ja, da haben viele Kolleginnen und Kollegen dazu gearbeitet, ganze Karrieren wurden da hinein investiert. Die Europäische Kommission hat eine große Studie gemacht zu Due Diligence Legislation, also auf europäischer Ebene zum Lieferkettengesetz und hat diese ganze Literatur nicht zitiert. Was soll man dazu machen? Das ist eine sehr selektive Wahrnehmung auch der Forschungslandschaft, leider Gottes, die man da sieht. Und auch in Deutschland, die Lieferkettendiskussion ist eine, die sehr wenig sich tatsächlich kümmert um die Entwicklungsländer selber. Man will ja damit was Gutes auslösen in den Entwicklungsländern, aber dazu gibt es wenig Arbeit. Also auch die NGOs und Aktivisten, die sich zu allen möglichen äußern, die versuchen vor allem Unternehmer an den Pranger zu stellen. Dann ist du machst Profite und in Indien, in dem Steinbruch arbeiten Kinder und machen Grabsteine für einen Friedhof in Norddeutschland. Ja? Das wird so sehr schnell, sehr stark skandalisiert. Aber das ist keine wirklich sozusagen zu Ende gedachte Auseinandersetzung mit den Effekten, die das im Entwicklungsland wirklich hat. Da gibt's viele Dinge, die sind nicht schön. Kinderarbeit in Steinbrüchen will keiner haben. Aber die Frage, wie denn sozusagen ein solches Gesetz tatsächlich in den Entwicklungsländern wirkt, welche Effekte das dort hat, zu Ende gedacht, was passiert, wenn sich die deutschen Unternehmer dort zurückziehen, dazu findet man wenig in der öffentlichen Diskussion dazu. Das ist nichts, das den Aktivisten irgendwie offenbar sehr am Herzen liegt. Die sprechen zwar für die Entwicklungsländer, und wenn man sieht, wer hat denn das Gesetz überhaupt geschrieben, das ist nicht im Entwicklungsministerium geschrieben worden. Das Gesetz wurde geschrieben im Arbeitsministerium.
Und da muss man sich schon fragen, wer hat sozusagen den politischen Anreiz, so ein Gesetz zu machen? Was will man eigentlich? Will man wirklich Arbeitnehmerinnen in Bangladesch schützen oder will man die Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland schützen? Ich will das niemandem was unterstellen, aber das ist nicht ganz klar, warum eigentlich die Entwicklungslandperspektive so unterbeleuchtet ist in der deutschen Diskussion, sodass die Kolleginnen und Kollegen, die ich oft treffe, auf irgendwelchen Online-Foren jetzt in diesen Tagen, heute haben wir Global Solutions Summit in Berlin, virtuell, da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus Entwicklungsländern, die sagen, Lieferkettengesetz, das wollen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Aber beim Lieferkettengesetz geht es ja auch nicht nur um soziale Themenschwerpunkte, sondern auch um Klima- und Umweltschutz, was ein bisschen subjektiver betrachtet werden kann oder leichter. Auch das ist schwierig. Also ich habe vorher, glaube ich, irgendwann mal gesagt, es gibt sagen, globale öffentliche Güter, wo man relativ klar sagen kann, das betrifft uns alle. Wenn in China oder auch in Kambodscha CO2 emittiert wird, dann steigt auch an der Nordseeküste der Wasserstand. Ja? Oder die extremen Ereignisse werden für uns häufiger. Da haben wir sagen, einen moralischen Anspruch zu sagen, so geht das nicht. Hier müssen wir zusammenarbeiten und wer sich nicht an die Regeln hält, der muss irgendwie sanktioniert werden. Wenn aber ein Land sagt, ich will Umweltqualität, lokale Umweltqualität gegen wirtschaftlichen Wohlstand tauschen, dann ist das sehr schwierig, in Deutschland zu sagen, das dürft ihr nicht. Wir haben das zwar gemacht hier in den 50er, 60er, 70er Jahren, haben die Flüsse versaut und die Böden und haben dann dadurch Wohlstand auch geschaffen, materiellen Wohlstand notabene, und das dürft ihr nicht. Das ist nicht so, wir sehen, dass die Strenge von Umweltauflagen sehr stark korreliert mit Entwicklungsstatus. Man muss sich sozusagen Umweltqualität auch ein Stück leisten können. Wenn die Leute nichts zu essen haben, da kümmern sie sich nicht um die Nitratbelastung des Grundwassers. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, ja, ihr habt das Grundwasser verschmutzt und deswegen werdet ihr jetzt sanktioniert, dann ist das für viele in den Entwicklungsländern eine Einmischung in Dinge, die uns in Deutschland nichts angehen. Und deswegen hört man eben so häufig, dass die Leute sagen, ja, das ist Kolonialismus, den ihr da betreibt. Genauso wie man losgezogen ist und die Ureinwohner den richtigen Glauben gelehrt hat. Ihr müsst jetzt alle Christen werden und ihr müsst in Hosen rumlaufen und Hüte musst ihr aufsetzen, Zylinder mussten die Indios tragen und so weiter. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber das Exportieren von Wertvorstellungen, die unserem Entwicklungsstand entsprechen, in Länder, die einen ganz anderen Entwicklungsstand haben, ist nicht ganz unproblematisch. Ne, aus ethischer Perspektive und auch aus wirtschaftlicher nicht, denn da gibt es auch Untersuchungen, wenn man Unternehmen zwingt, strengere Standards einzuhalten, als sie sonst täten oder als sie die lokalen Regierungen vorschreiben. Und es gleichzeitig aber einen Weltmarktpreis gibt, also die Banane kostet x Euro, das ist gegeben. Ja? Und wenn dann höhere Standards eingehalten werden müssen, dann geht das oft auf Kosten der Löhne der Menschen. Und dann haben sie diesen Trade-off. Dann hat der Arbeiter im Bananenfeld vielleicht einen höheren Schutz vor Pestiziden und Insektiziden, das ist gut für den, aber er hat gleichzeitig weniger Lohn, weil die Banane eben zum Kilo nur x verkauft werden kann. Ja? Das müsste man dort ansetzen. Das müsste sozusagen höhere Preise geben für die Produkte. Dann kann man höhere Löhne und höhere Standards haben. Aber wenn die Preise so sind, wie sie sind und von Europa nur zu Marginalien beeinflussbar, weil wir halt mittlerweile, Deutschland hat 4% des globalen BIP, ne? Wir sind auf dem Bananenmarkt eine Entité negligible mittlerweile, dann hat das möglicherweise Konsequenzen, dass also aus dem Erlös, der erzielbar ist, aus einer Tonne Bananen, weniger Lohn bezahlt werden kann, dafür aber mehr Standards eingehalten werden. Und ich würde sagen, das sollte eigentlich lokal vor Ort gelöst werden, wie man diesen Erlös aufteilt in Lohn und in Standards und nicht in Deutschland im Bundestag beschlossen werden. Ne? Aber ich verstehe, dass man das anders sehen kann. Das sind auch ethische oder
oder Werturteile enthalten. So, ich bin heute mal der Hüter der Uhr. Tobi, du hast noch 5 Minuten. Okay. Im Prinzip gab es eine Frage, die hast du aber gerade schon beantwortet, wie du sozusagen eben diese eine Einmischung beurteilst, diese Integration von solchen mittelbaren, unmittelbaren betreffenden Aspekten, wie solchen Umweltaspekten. Also das kann man schwer, so wie ich das von dir jetzt richtig verstanden habe, pauschalisieren und sagen, das ist jetzt sozusagen das Minimum, darunter darf man sich nicht einmischen, darüber wird es dann über eine Handelspolitik vielleicht irgendwie mit diesen Standards vor Ort. Habe ich das so korrekt ungefähr? Also ich würde das Limit dort festmachen, wo es um wirklich globale öffentliche Güter geht, wo es also einen physikalischen, wenn man so will, Zusammenhang gibt zwischen unseren vitalen Interessen, unserer Lebensqualität, unserer Gesundheit und dem Verhalten dort. Also wir werden keine giftigen Bananen importieren. Da gibt es auch Vorschriften im Welthandel. Mhm. Wenn dort CO2 in die Luft geblasen wird, geht uns das auch was an. Aber das lokale Grundwasser ist was anderes. Und ähnlich bei Menschenrechten. Universelle Menschenrechte, das ist klar, da haben wir seit 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aber zu Sozialstandards, das ist eine andere Sache. Die sind nicht universell. Und wir müssen uns auch immer die Frage stellen, wie sieht es denn mit Reziprozität aus? Indien ist noch ein armes Land. Vielleicht in den nächsten Generationen nicht mehr. Und dann wird man uns möglicherweise sagen, ihr habt uns eure Standards aufgenötigt vor 50 Jahren. Jetzt sind wir mal dran und mit Rindfleisch essen ist nichts mehr. Ja, wer Rindfleisch isst, darf nicht mehr mit Indien Handel treiben, weil das gegen unsere Wertvorstellungen verstößt. Also das ist ein bisschen alles karikaturhaft, was ich da sage. Aber man muss sich, glaube ich, auch die Frage stellen, was würde ich mir denn gefallen lassen als Europa von einem anderen Land an Einmischung? Nicht? Und das sollte der Maßstab sein, auch dann anderen Vorschriften zu machen, finde ich. Ja, ein bisschen zielen die Fragen. Ich fasse es jetzt einfach zusammen aufgrund der Zeit. Auch nochmal auf dieses Verständnis vom BIP und diesen, du hast ja vorhin eben so klassische Ziele in der Handelspolitik letztlich angesprochen und dann jetzt auch diese neueren Ziele, die ja insofern, ne, allein durch die Corona-Krise jetzt ein bisschen getriggert wurden und durch die Klimakrise im Prinzip natürlich einfach viel mehr aufkam. Die Frage, die sich ein bisschen stellt, auch so aus Forschungssicht, inwiefern eben solche anderen neuen Ziele auch schon in Modelle eben mit eingebracht werden. Es gibt ja auch diesen Ansatz vom Bruttonationalglück in Bhutan. Ich weiß nicht, ob ihr da sozusagen auch irgendwie zu forscht oder ob das eher so ein Spinnergedanke ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Ne? Also nee. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen aus Forschungssicht so ein bisschen die Entwicklung des BIPs und vielleicht, wenn das noch geht, auch diese anderen, ich sage jetzt mal, wachstumskritischeren Ansätze, also sei es die Growth, Postwachstumsökonomie oder Gemeinwohlökonomie, also da gibt es ja so verschiedene Schlagworte, die irgendwie ja auch so diesen Naturbegriff ein bisschen mehr einbeziehen oder wo darauf geht, wird die Natur auch als quasi BIP, wenn man so will, ne, so als, oder als eigenen Faktor zu berücksichtigen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu was sagen. Das also das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass die Verengung auf das Bruttoinlandsprodukt bei aufrichtigen Ökonominnen und Ökonomen nie auf Gegenliebe gestoßen ist. Na, also in unseren Modellen ist das BIP kein Kriterium. In den aller sozusagen einfachsten Modellen geht es wenigstens um den Konsum. Nicht? Das ist schon das Härteste. Aber Konsum ist nicht gleich BIP. Man kann ein sehr hohes BIP haben, weil man enorme Sparquoten hat, also von dem, was erwirtschaftet wurde, ganz viel abzweigt, investiert, also Kapitalstockbau, Maschinen. Daraus ergibt sich dann im nächsten Jahr ein höheres BIP, das wird wieder gespart und neu investiert und so weiter. Da kann man also hohe Wachstumsraten, hohes BIP generieren und die Leute hungern trotzdem. Das ist das Sowjetunion der 60er Jahre, 70er Jahre. Ja? Hohe Wachstumsraten und den Leuten geht es trotzdem schlecht. Na, also, aber das ist dann schon, aber
der Fokus auf Konsum ist dann schon, ist aber schon eine, das ist schon die radikalste Vereinfachung, die wir uns erlauben. Typischerweise haben wir in unseren Modellen auch sowas drin wie das Arbeitsangebot, was wird sozusagen an Arbeit auf dem Arbeitsmarkt angeboten. Und Arbeit, mir macht Arbeit Spaß, euch auch, sonst wärt ihr nicht hier um diese Zeit. Aber wir haben natürlich schon viele Jobs, die so etwas produzieren wie Arbeitsleid. Ich kann also ein höheres BIP haben, wenn ich 15 Stunden pro Tag Gebäudereinigung mache. Ne? Da ist das BIP höher, aber der Nutzen der Person ist möglicherweise kleiner. Die will vielleicht nur 8 Stunden Gebäudereinigung machen, sagen, okay, habe ich halt nur das halbe Geld, aber ich komme so besser zu Rande als im anderen Fall. Ne? Und also das, wir haben immer auch diesen Freizeitnutzen im Bild. Dann ist Gesundheit ein ganz zentraler Faktor. Wir betrachten häufig in unseren Modellen sozusagen diskutierte Summen von Periodennutzen, so nennen wir das. Also was an Nutzen erwächst an der Periode, ist ja zu einer Bewertung einer Situation nicht ausreichend. Die müssen die morgen, übermorgen und so weiter auch mit einbeziehen und dann den Nutzen, den meine Kinder erzielen werden, den auch. Ne? Also die müssen in die Zukunft blicken. Und dann ist die Lebenserwartung plötzlich ein zentrales Argument. Nicht? Wenn ich nur mehr, ne, das spielt dann eine Rolle. Und die Umweltqualität auch. Ja? Das ist alles unterbringbar in unseren Modellen und wird auch untergebracht. Jetzt zu sagen, das muss alles dann auch sozusagen in der Handelspolitik eingebracht werden, ist manchmal konzeptuell nicht ganz trivial. Nicht? Wir müssen ja diese Modelle auch operativ bewerkstelligen. Das sind ja oft tausende Märkte, die da gleichzeitig betrachtet werden müssen. Wir haben 150 Länder in unserem Modell und 60, 70 Sektoren, verschiedene Typen von Arbeit, CO2-Emissionen bepreisen wir in den Modellen, Land. Ne? Und das, jeder, der mal mit so einem Modell gearbeitet hat, weiß, das ist gar nicht so trivial, ne? Dass dann auch solche Systeme sozusagen, dass wir da auch Lösungen finden. Ne? Aber konzeptuell lässt sich das alles einbauen. Das heißt, der Gap zwischen der ökonomischen Theorie und der sagen, wachstumskritischen Bewegung, der ist gar nicht groß. Wo es einen Gap gibt, ist sozusagen, wenn es wirklich zu Degrowth gibt, ne, kommt. Weil dann manche Leute sagen, Wachstum ist per se schlecht. Da würden Ökonomen meistens sagen, wait a minute, lass uns darüber reden, was gerade wächst. Nicht? Dass das CO2-Emissionen nicht wachsen sollen, da einigen wir uns schnell drauf. Dass auch der Arbeitsinput nicht wachsen soll, einigen wir uns auch schnell drauf. Wir wollen also mehr Freizeit und weniger Erwerbsarbeit eigentlich. Aber dass Dinge, die uns Spaß machen, die wir gerne haben, Lebenserwartung zum Beispiel, dass die wachsen soll, da hat keiner was dagegen, würde ich sagen, der vernünftig ist. Insofern, Degrowth so pauschal, finde ich, macht keinen Sinn. Letzter Punkt, was wir wissen, da gibt es auch viel Forschung dazu, ist, dass Perioden mit langsamem Wachstum, Perioden sind typischerweise größere soziale Spannungen. Nicht? Also es gibt Forschung, ökonomisch-politisch-wissenschaftliche Forschung zu Bürgerkriegen und die sagt, Bürgerkriege tauchen halt oft auf, nachdem es ein paar Jahre wirtschaftlich eng geworden ist. Wo eine Gruppe nur dann mehr Einkommen haben kann, wenn die andere Gruppe was abgibt. Aber wo dieses gleichzeitig, wir stellen uns gleichzeitig besser, nicht möglich ist. Na, das kann zum Beispiel durch Naturkatastrophen ausgelöst werden. Da gibt es viel Forschung über Afrika, wenn es nicht regnet. Plötzlich streiten sich die Farmer und niedergelassenen Farmer und die nomadischen Hirten ins Land und da kommst du gemetzelt. Ne? Also das sind so, also wenn sich das Wachstum entfällt, dann werden Verteilungskonflikte extrem schwierig. Das muss man da bei der Degrowth-Diskussion mitdenken. Okay, also Monja, ich würde sagen, wir haben viel abgedeckt. Danke schon mal von uns beiden an dich, Gabriel. Ich gebe noch mal ein letztes Mal an Micha und dann schon mal von uns einen schönen Abend. Ja, ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag und 2 Stunden Stehvermögen in der Diskussion. Ich bin nur fett gesessen hier. Großer Respekt und herzlichen Dank. Alle Fragen werden wir nie schaffen. Das Thema ist extrem komplex. Also sicherlich eher der Startschuss für weitere Diskussionen. Aber wir haben viel gelernt, dass es eben die Wechselwirkung
häufig sehr komplex sind und man nicht auf den ersten Blick immer sehen kann, was eine Maßnahme bewirkt. Aber eine wichtige Regel ist natürlich tatsächlich zu gucken, wem nützt welche Maßnahme. Beispiel Entwicklungsländer. Das ist, denke ich mal, was man unbedingt mitnehmen sollte. Herzlichen Dank nochmal. Ich verweise auf den nächsten Vortrag, der in 14 Tagen sein wird, von Søren Christensen hier vom Mathematischen Seminar. Wahrscheinlich richtig, ein stochastischer Blick in die Medien. Auch das wird spannend. Ich hoffe, viele von Ihnen sind wieder da. Einen schönen Abend noch. Danke und tschüss zusammen. Tschüss.